geht das denn hier jetzt mal voran langsam? Es geht gleich los und ich bin noch nicht mal ansatzweise fertig für die Bühne. Ophelia, Schatzi, wo ist denn der Kajal? Hast du die Perücke? Das Kleid? Make-up? Ach, ich habe noch gar kein Make-up drauf, okay. Also die Uhr tickt und ich soll das hier gleich moderieren und auch noch singen. Ich brauche auch ein bisschen deine Hilfe jetzt. Wir sollen hier allen die Sprache verschlagen und ich brauche Glitzer, ich brauche Glamour. Bisher könnte ich ja so nur maximal auf dem Spandauer Brunnenfest auftreten. Aber doch nicht hier in Berlin, hier beim DPWK. Hier sitzt die Creme de la Creme im Publikum. Ach komm, wir spinksen schon mal hier so ein bisschen. Wir gucken mal. Ach, guck mal da, die Herrschaften in der ersten Reihe. Die sind ja auch wirklich herzallerliebst. Mhm, richtige Sahneschnitten. Na holla, die Waldfee. Ach Mist, ich habe noch gar nicht meine Stimmübung gemacht. Ich muss es jetzt aber ganz, ganz schnell machen. Es muss jetzt wirklich schnell gehen. Was für ein Auftakt! Zeigt euch einmal, verbeugt euch. Vielen Dank an das Musikkollektiv Under Pressure für eure tolle Kunst. Ja, da traf analog auf digital, Hochkultur auf Subkultur und Klassik auf Elektro. Und genau das macht ja den heutigen Abend aus. Dieses Jahr, das sehen Sie hier schon hier oben, steht alles unter dem Motto Kulturrausch. Und damit herzlich willkommen beim 22. Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation. Kurz, das übe ich jetzt den ganzen Abend, am Ende wird es ganz flüssig gehen, beim DPWK. Mein Name ist Andreas René Svoboda oder die Kurzfassung, der Künstlername ist René. Ja, Sie sehen es ja, ich bin auch eine Marke, genau. Und ich bin heute Ihr Host, habe die große Freude und führe Sie durch den heutigen Abend. Diese Preisverleihung ist eine ganz besondere, denn sie wird ausschließlich von Studierenden der HTW Berlin,
des Studiengangs Wirtschaftskommunikation organisiert und natürlich auch inhaltlich kuratiert. Und das diesjährige DPWK-Team findet sich selbst in ihren Interessen in den unterschiedlichsten Kulturformen wieder, ob privat oder zum Teil auch im Nebenjob. Kulturelle Events jeglicher Art gehören zum Leben und auch zu der Inspiration der Studierenden dazu. Gerade Berlin ist ja auch ein Ort diverser Kulturen und schafft auch Raum, um diese entsprechend ausleben zu können, ob schrill oder spießig. Hier findet eigentlich jeder die entsprechenden Orte und auch die Gleichgesinnten. Und einige ziehen ja auch genau aus diesem Grund hier nach Berlin, in diese Stadt. Und genau das wollen wir feiern, ein Abend voller diverser Kulturen, verpackt in die Verleihung von 8 Awards für herausragende Wirtschaftskommunikation. Unzählige Bewerbungen oder von hervorragenden Werbemaßnahmen wurden auch dieses Jahr wieder gesichtet, diskutiert und von einer Jury bewertet. Und unter allen Einreichungen haben es pro Kategorie jeweils 6 nominierte Kampagnen ins Finale geschafft. Und an dieser Stelle dazu schon mal Gratulation von meiner Seite, denn ihr seid alle schon mal im Finale. Jetzt könnt ihr mal selber alle klatschen für euch. Ich hoffe, ich darf du sagen, das ist ja bei der Werbebranche, glaube ich, auch entspannt, oder? Wie bei uns im Theater. Wunderbar, ich sehe schon einen nickenden Kopf. Und ja, dann wollen wir jetzt also wissen, wer heute jeweils das Rennen macht. Und das Rennen wird in den folgenden Kategorien ausgetragen. Brand und Product Communication, PR und Corporate Communication, Live, Hybrid und Digital Event Communication, und jetzt kommt der Zungenbrecher, Purpose und Sustainability Communication, Employer Branding, Content und Owned Media Communication, Internal Communication und last not least der Special Award für Brand Activism. Und ja, Sie sehen es schon hier hinter mir, es hat ein bisschen so die Anmutung von einem Adventskalender. Wir haben hier die Zahlen von den Kategorien schon eingeblendet und vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass sich hinter jedem Türchen eine kleine Überraschung verbirgt. Wir werden es auf jeden Fall im Laufe des heutigen Abends bald erfahren. Und in unserer ersten Kategorie des heutigen Abends, da dreht sich alles um die Qualität der Präsentation. Wie kreiere ich eine Außenwirkung? Wie wird mein Unternehmen wahrgenommen? Wie bringe ich mein Produkt an die entsprechende Zielgruppe? Diese Frage beschäftigen die Bewerber der ersten Kategorie des heutigen Abends in der Kategorie Brand und Product Communication. Der Beethoven sollte es sein, ja, und Sie sehen schon, also wenn ich hier wirklich versuchen würde, das mit meinen bescheidenen Klavierkünsten zu präsentieren oder angemessen zu präsentieren, dann wissen Sie, da gibt es bestimmt jemanden, der das besser kann. Und zwar die nächsten beiden und die ersten beiden Laudatorinnen des heutigen Abends. Begrüßen Sie deshalb jetzt bitte mit einem tobenden Applaus die ersten beiden Studentinnen und Laudatorinnen, Ninni und Marleen. Hey. Hallo ihr Lieben. Euer Applaus, wir sind alle furchtbar nervös, deswegen, es tut uns allen jetzt gut, uns so ein bisschen locker zu machen, ihr Lieben. Und, oh, seid mir nicht böse, aber ich sehe gerade, da ist der Kajal, die Ophelia, die hat mir nämlich gar nicht gesagt, wo sie mein ganzes Schminkzeug hingestellt hat. Und ich muss mich jetzt hier im Laufe des Abends so ein bisschen zurechtmachen, aber ich kann doch einfach an euch abgeben, oder? Damit seid ihr okay? Klar, wir machen super. Das. Ninni und Marleen. Also, von uns auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle. Ja. Wie René bereits angekündigt hat, ist unsere erste Kategorie Brand und Product Communication. Auch eine meiner Lieblingskategorien, ehrlich gesagt. Man ist ja auch täglich damit konfrontiert. Wir sehen jeden Tag um die 10.000 Werbebotschaften. 10.000, das ist eine wahnsinnig große Zahl. Das ist besonders wichtig, dass man aus der Masse heraussticht. Das Credo der Marken- und Produktkommunikation ist es, Produkte und Dienstleistungen kreativ und gleichzeitig wirkungsvoll zu inszenieren. Es geht darum, Interesse zu wecken und eine starke emotionale Bindung zur Marke aufzubauen. Eine erfolgreiche Kampagne in der Kategorie geht über die bloße Werbung hinaus. Sie schafft eine einzigartige Erfahrung. Was man dabei aber auch nicht vergessen darf,
All die Bemühungen, der ganze Aufwand, alles umsonst, wenn die Zielgruppe nichts von der Kampagne mitbekommt oder am Ende gar nicht zum Kauf bereit ist. Die Unternehmen, die Sie jetzt sehen, haben es aber geschafft. Hier kommen die Finalisten für die erste Kategorie des Abends, Brand and Product Communication. Berlin. Bekanntlich nicht nur arm, aber sexy, sondern auch sexpositiver als jede Großstadt. Das wussten auch die Berliner Verkehrsbetriebe und ihre Agentur GUD Berlin und verkauften deshalb rund um den Christopher Street Day 2022 in Kooperation mit dem Erotikspielzeughändler Amorelie nicht nur einfache Tickets, sondern auch das F***et. Wahlweise mit Kondom oder Lecktuch konnten die Fahrgäste die über Social Media, Display-Ads und Out-of-Home beworbenen exklusiven F***-Verpackungen über spezielle Automaten erwerben und waren so in jeder Hinsicht sicher unterwegs. Sind sie zu stark? Das fragt sich Materia in einem rund 20-sekündigen Clip, dessen Inhalt der deutsche Rapper größtenteils selbst mitbestimmt haben will. Fisherman's Friend leitet mit dieser Kampagne seine Neuausrichtung ein. Die soll die prägnanten Pastillen auch für die jüngeren Zielgruppen interessant machen. Die Idee für den Werbespot von der Agentur Pilot Hamburg soll aus einem 16 Bars Interview mit Materia stammen. Denn da soll Materia alias Masimoto gesagt haben, wenn er einmal eine Werbung drehen würde, dann nur für Fisherman's Friend. Gesagt, getan und der zielgruppenaffine Bewegtfilmspot für Social Media war fertig. Kinos spüren nicht erst seit Corona einen starken Rückgang von Besuchern. Ihre Beliebtheit und ihre Umsätze sinken dramatisch. Denn Streamingdienste dominieren den Markt für Bewegtfilme immer mehr. Für die HDF Kino e.V. Forum Film Mediengesellschaft GmbH war das einmal mehr ein Grund, zusammen mit der Agentur GUD Berlin kommunikativ aufs Ganze zu gehen. Mit Spots zu den Themen Snack, Liebe und Sound im Kino bewirbt die HDF die multisensualen Vorzüge des Kinos. Im Kino selbst, digital und out of home. Und das besser als du dachtest. Romantischer, vielfältiger und intensiver. Eine Hommage an das Kino unter dem passenden Motto: Kino fühlst du. Glücksgefühle gibt's nur für Menschen, sagt ein Roboter in schon fast bemitleidenswerter Art und Weise. Mit seiner direkten Gegenüberstellung des Metaversums und der realen Welt macht Jochen Schweizer potenziellen Kunden deutlich, dass man in einer digitalen Welt echten Nervenkitzel und Adrenalin wohl kaum erleben kann. Denn dort hat man unendlich viel Leben. Die Agentur Dirk und Philipp greift den Hype um Metaverse & Co. mit Avatar vs. Schweizer auf witzige Weise auf und zeigt jungen, risikoaffinen Zielgruppen, warum sie reale und nicht digitale Erlebnisse suchen sollten. Das Schicksal von Martin U. beschäftigte ganz Deutschland. Auf der Suche nach angeblich günstigen Produkten verschwindet Martin U. in einem anonymen Discounterladen und wird bundesweit gesucht. Erst 6 Monate später kann er sich befreien und kommt zurück, begleitet von einem großen Medienhype. Ganz im Stil einer True-Crime-Story beantwortet Lidl Deutschland die Kampagne eines Wettbewerbers auf ironische und zugleich fesselnde Art und Weise. Teuer bezahlt titeln Lidl und Any Agency die späte Erkenntnis von Martin U. Denn der muss sich schließlich eingestehen, ich hätte gleich zu Lidl gehen sollen. Der Klimawandel geht uns alle etwas an. Jeder von uns kann täglich seinen eigenen Beitrag leisten, das Klima zu schützen. Dafür muss man auch kein Hollywood-Star sein. Das beweist die Sparkassenfinanzgruppe mit ihrer ironisch-humorvoll angelegten Kampagne Saving the World. Gemeinsam mit der Agentur Scholz & Friends zeigt uns die Bank, wie man mit kleinen täglichen Finanzentscheidungen unser Klima nachhaltig schützen kann. Eine Kampagne gerichtet an Millennials und junge Familien.
Unser Gewinner zeichnet sich unter Finalisten durch eine enge, aber sehr klare Zielgruppendefinition aus. Und auch in Bezug auf die Kennzahlen hat die Gewinnerkampagne die beste Leistung gezeigt. Es war für uns sehr beeindruckend, dass die Marke nicht nur hohe Reichweite, sondern auch fast 20% Ad Awareness und über 30% Ad Recognition generiert hat. Außerdem hat sich die Kaufbereitschaft in der Zielgruppe fast verdoppelt und das Unternehmen bekam mehr als 300.000 Neukunden. Genau das hat uns überzeugt. Der Gewinner in der Kategorie Brand and Product Communication ist CFP Brand Süßwaren Handels GmbH und Co. KG. Herzlichen Glückwunsch. Sie können zu uns auf die Bühne kommen. Kommen Sie ruhig auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Darf ich Ihnen das Recht geben? Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie ruhig mal hier rüber zu uns. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Achso, ich muss da gar nicht hereinsprechen, ich habe ja ein eigenes, das ist ja für Sie. Ja, das war der Preis und natürlich machen wir jetzt ein bisschen das Interviewspiel, wie RTL das immer so gerne hat. Ne? Die wollen ja immer was von Gefühlen wissen, deswegen frage ich jetzt einfach immer, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Emotional natürlich, also das ist toll, unerwartet natürlich. Freut uns sehr, hier in diesem Gremium auch hier gewählt zu werden. Ja. Schön. Ja, tatsächlich, gerade in Berlin gegen die BVG zu verlieren, ist natürlich, gewinnen, ist natürlich großartig. Habe ich nicht mit gerechnet. Das war der Freud, da hat man schon gemerkt. Sie dachten schon, die BVG gewinnt. Nein, das wollte ich auch noch mal ganz kurz für mich, auch aus eigenem Interesse fragen. Wissen Sie denn eigentlich die anderen Kategorien? Also nicht die Kategorien, sondern wissen Sie, wer mit Ihnen kompetiert, wenn die Wettbewerber sind? Wir haben das gesehen vorher natürlich. Okay, Sie haben das gesehen? Ja, klar. Ja. Okay, also, alles klar. Ich weiß es ja nicht, ich komme ja aus einer anderen Branche. Interessiert mich. Ja, also, kennt man natürlich schon. Ja. Also war es überraschend? Waren Sie überrascht? Definitiv, ja. Sehr schön, so soll es sein, das ist wunderbar. Ja, wir haben noch, bevor wir Sie wieder auf Ihre Sitzplätze entlassen, noch ein kleines Geschenk. Und zwar, wie angekündigt, ich tue das hier mal weg, verbirgt sich hinter jedem dieser Türchen nämlich eine kleine Überraschung zu jeder Kategorie. Und zwar haben sich die Studierenden gedacht, eine der wichtigen Kulturformen ist natürlich die bildende Kunst und die Malerei. Und in Verbindung mit einem Kulturrausch sollte die eben nicht fehlen. Und aus diesem Grund wurde mit Schlagworten und Inhalten aus euren, ihren Kampagnen, ich wechsle immer zwischen du und ihr, ist kein Problem, glaube ich, eine KI-App, also mit Hilfe einer KI-App, wurde ein einzigartiges und originales, originäres Gemälde kreiert. Und das wollen wir jetzt zusammen enthüllen für jeden Gewinner. Und wir machen das immer so, dass wir zusammen alle runterzählen von drei. Und dann erscheint Ihr individuelles Gemälde auf der Leinwand. Drei, zwei, eins. Und bitte. Ja, nicht ganz unpassend, ne? Sind Sie zu stark, bist du zu schwach? So. Wir haben hier die reizenden Kolleginnen von der Schule, die überreichen Ihnen das nochmal in echt, ja, für Büro oder wo auch immer das dann zieren soll und darf. Aber Sie können das alle eben da oben sehen. Und die Frage nochmal an euch vielleicht, weil ja dieser Zusammenhang besteht aus den Kampagnen und dem Gemälde. Was war denn da jetzt so die Stichpunkte oder die Stichworte, die Inspiration? Also das Stichwort war Teneriffa, weil die Kampagne ja, glaube ich, in Teneriffa gedreht wurde. Und wir haben den Klassizismus ausgewählt, weil Brand und Product Communication ja so die klassische Werbeform ist. Alles klar, wunderbar. Und damit wir alle hier im Saal immer einen guten Überblick behalten, wo am Abend wir uns eigentlich gerade befinden, bei welcher Kategorie, bekommt das Gemälde dann immer seinen ersten, also jetzt in dem Fall der erste feste Platz in unserer Galerie of Fame. Das wandert jetzt nämlich dann immer von der Mitte auf den entsprechenden Platz. Wunderbar. Ja, ich muss dazu nämlich noch sagen, ganz kurz, ich habe nämlich erfahren, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, dass es immer irgendwas of Fame gibt. Also eine Galerie of Fame dieses Jahr, aber es war wohl auch schon irgendein Schrank of Fame oder eine Kommode of Fame. Also dieses Jahr ist es unsere Galerie of Fame. Und zum Abschluss, bevor ich Sie jetzt wirklich wieder auf die Sitzplätze entlasse, machen wir natürlich noch ein kleines Pressefoto. Das ist unsere Lucy, die das macht. Genau, sie ist da in der Mitte. Wir stellen uns einmal alle zusammen. Und 3, 2, 1... Cheese.
Alles klar. Vielen Dank, Sie dürfen sich wieder setzen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Super, auch euch beiden. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt, wo die ersten Gewinner gekürt wurden und das erste Ausstellungsstück platziert wurde, hat unsere Show damit offiziell die Fahrt aufgenommen und damit wir und auch Sie weiterhin so erfolgreich durch diesen Abend gehen, gibt es jetzt ein paar offizielle und natürlich auch ein paar motivierende Worte vom amtierenden Bürgermeister von Berlin, von Kai Wegner. Viel Spaß. Sehr geehrte Frau Professorin Rauscher-Scheibe, sehr geehrte Frau Grundig und vor allem liebe Studentinnen und Studenten, liebe Finalistinnen und Finalisten, liebe Gäste. Zur Verleihung des Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation grüße ich Sie alle sehr herzlich aus dem Roten Rathaus. Mein besonderer Gruß gilt dabei Ihnen, liebe Frau Professorin Rauscher-Scheibe. Seit dem 1. April sind Sie nun Präsidentin unserer Hochschule für Wirtschaft und Technik. Ich gratuliere Ihnen noch einmal herzlich zum neuen Amt und wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie sich für die weitere Profilierung der HTW vorgenommen haben. Zu den besonders schönen Aufgaben gehört dabei sicherlich die heutige Preisverleihung. Denn hier werden ja nicht nur die besten Kommunikationskampagnen aus dem deutschsprachigen Raum prämiert. Auch die Studenten im Bachelorstudiengang Wirtschaftskommunikation der HTW überzeugen regelmäßig mit außergewöhnlichen Leistungen. Alles rund um den Wettbewerb, von der Ausschreibung über die Sichtung der Einreichungen, die Juryarbeit, bis hin zur Planung, Organisation und Gestaltung der Verleihung selbst liegt hier weitgehend in studentischer Hand. Und das mit großem Erfolg. Jahr für Jahr bewerben sich mehr Unternehmen und Agenturen in den verschiedenen Kategorien um einen der begehrten Preise. Jahr für Jahr gibt es viel Aufmerksamkeit für die festliche Verleihung. Dass regelmäßig auch namhafte Player der Kommunikationsbranche teilnehmen, unterstreicht dabei einmal mehr, welches Renommee dieser Preis inzwischen genießt. Und darauf können alle stolz sein, die bei den vergangenen 21 Ausgaben dafür gesorgt haben, dass auch der Deutsche Preis für Wirtschaftskommunikation selbst zu einer attraktiven Marke geworden ist. Mein besonderer Dank gilt allen, die für die diesjährige 22. Preisverleihung stehen, den beteiligten Studierenden für ihr großes, beeindruckendes Engagement, der HTW, die diesen Wettbewerb nun bereits seit 2001 ermöglicht und hier insbesondere den betreuenden Professorinnen und Professoren, sowie den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Vereins zur Förderung der Wirtschaftskommunikation, vor denen ja fast alle den Wettbewerb früher einmal selbst organisiert haben und nun ihren Nachfolgeteams mit Rat und Tat zur Seite stehen. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Jahres 2023 gratuliere ich sehr herzlich zu ihrer Auszeichnung. Bleibt zu sagen, ich hoffe, dass der goldene Funke auch in Zukunft überspringt und wir noch viele zündende Ideen beim Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation würdigen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich für heute noch eine unvergessliche Preisverleihung sowie allen Preisträgerinnen und Preisträgern der HTW Berlin und ihren Studierenden weiterhin viel Erfolg.
Wow, was für krasse Stunts. Was für eine krasse Körperkontrolle. An dieser Stelle ganz lieben Dank an Camilo Gutierrez von der BMX School Berlin für diesen spektakulären Act. So, wir machen gleich weiter. Sie müssen die Handys ausmachen, weil wir haben hier diese Funkstrecken mit den Mikros und dann ist schwierig, wenn das so diese Interferenzen... Ich glaube, es bin ich, Entschuldigung. Ja, bin ich. Sorry. Es sind Nachrichten. Das ist ja krass. Wir haben hier schon die ersten Reaktionen auf die Show. Also auf diese Show. Also auf die Show, wo wir gerade drin sind, auf dieses Event. Es sind unglaubliche Schlagzeilen. Schauen Sie mal hier auf der Screen, was hier schon alles passiert. Krass, die neuesten Pressemitteilungen. Wir strahlen. Wow, das ist ja krass. Da hat unser PR-Team ganze Arbeit geleistet. Ja. Und wenn ich schon mal rein zufällig hier bin, das passt perfekt zu unserer nächsten Kategorie. PR und Corporate Communication. Perfekter Übergang, lieber Ludwig, dann wäre ich dir ganz dankbar, wenn du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen könntest, weil ich muss mich jetzt ein bisschen weiter zur Königin umwandeln, okay? Viel Spaß mit Ludwig. Ja klar, René, da gibt es so einiges zu erzählen. Und es geht ja in der PR auch darum zu erzählen, wie toll das ist, was man macht. Die PR bzw. Public Relations wurde in den 1920er Jahren als Disziplin von Edward Bernays begründet. Bernays hat die Amerikaner davon überzeugt, dass Eier und Speck ein gesundes Frühstück sind und emanzipierte Frauen rauchen. Ihm ist es gelungen, für seine Unternehmen langfristig ein positives Image zu entwickeln, anstatt nur kurzfristig den Umsatz zu steigern. In der PR geht es immer darum, auf die relevanten Zielgruppen einzuwirken und sie von etwas zu überzeugen. Dafür müssen wir Themen setzen, die einerseits für das Unternehmen selbst wichtig, als auch für die Öffentlichkeit interessant sind. Und wir müssen uns Netzwerke aufbauen und gute Beziehungen zu Journalisten pflegen, denn schließlich wollen wir mit PR in die Medien kommen, ganz ohne direkt dafür zu bezahlen. Das ist vor allem für all jene wichtig, die mit wenig Geld auskommen müssen, wie zum Beispiel Startups, NGOs oder auch studentische Projekte wie der DPWK. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist Aktualität. Was Sie heute Abend hier bei uns erleben, ist morgen für Ihr Umfeld viel interessanter als in einem halben Jahr. Deshalb müssen wir in der PR-Arbeit auch Trends erkennen und die Themen zum richtigen Zeitpunkt in Umlauf bringen. Das haben im vergangenen Jahr 6 Unternehmen hervorragend geschafft. Hier sind sie. Die Finalisten unserer Kategorie PR and Corporate Communication. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss von über 50 Bestattungsunternehmen. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, für mehr Transparenz im deutschen Bestattungswesen zu sorgen. Zusammen mit der Brand 1 Medien AG wurde der Sterbereport 2022 entwickelt, in dem Fragen über den Tod beantwortet und enttabuisiert werden. Er gibt Einblick in die Arbeit der Bestatter und Bestattungsmethoden. Regeln und Rituale, Begleiter und Bestatter werden im Magazinformat vorgestellt. Mit hochinformativem Inhalt wurde ein sensibles Thema aufbereitet und durch professionelle journalistische Arbeit beeindruckende Reichweitenwerte erzielt. Die Corona-Krise und Ukraine-Krieg haben in vielen Branchen für Lieferengpässe gesorgt. Während dieser turbulenten Weltlage hat der Logistikdienstleister DHL einen exklusiven Bericht zu aktuellen Trends im weltweiten Warenhandel veröffentlicht. Der 270-seitige DHL Trade Growth Atlas 2022 bietet Orientierung in einer Zeit, in der manche bereits über ein Ende der Globalisierung spekulieren. Multimedial verbreitet und mit aufwendigen Infografiken ausgestattet, positioniert sich die DHL einmal mehr als der Logistikpartner weltweit. Der Medienäquivalenzwert des Berichtes war nach eigenen Angaben bereits 2 Wochen nach dem Erscheinen 7-stellig. Musik
Wohnungsbaugesellschaften haben in Berlin einen katastrophalen Ruf und viele Bürger machen keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Gesellschaften. Deshalb hat die GESOBAU eine Imagekampagne gestartet, um sich als guter sozialer Vermieter in den Köpfen der Menschen zu positionieren. Dazu hat der Berliner Kultfotograf Sven Markert reale Bewohner der GESOBAU-Wohnungen an echten Kiezschauplätzen fotografiert und die Porträts in einer breit durch die GESOBAU beworbenen Ausstellung präsentiert. Tausende Besucher sahen die Ausstellung und die Motive auf den Autoform-Plakaten. Die Social-Media-Kampagne der Agentur GLOW reklamiert 3 Millionen digitale Impressions für sich. Die Discounterkette Kaufland hat 95 Filialen des Konkurrenten Real übernommen. Damit die Integration der neuen Märkte und ihrer Mitarbeiter auch garantiert gelingt, hat Kaufland eine interne und externe PR-Kampagne gestartet. Unter dem Motto "Jetzt wird's Kaufland, zusammen wird's ein Team" wurde ein breites crossmediales Corporate Communications-Paket für die verschiedenen Stakeholder zusammengestellt. Vielschichtige Insta-Promotions, Inhouse-Veranstaltungen und begleitende Social-Media-Aktivitäten führen die PR-Experten als Begründung dafür an, in einer diffizilen Change-Situation erste Integrationserfolge erzielt zu haben. Die deutsche Wirtschaft braucht selbstbewusste Marktführer, um im globalen Kontext zukunftsfähig zu sein. Mit ihrer Kampagne Open Champion für einen neuen deutschen Mittelstand hat sich die Marintech Group als Role Model für andere Mittelständler positioniert. Mit seiner intensiven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat der Spezialist für Antriebstechnologie aufgezeigt, wie die Transformation von heimlichen zum offensiven Marktführer gelingen kann. Das innovative B2B-Storytelling der Agentur The Trailblazers wurde in der Fachpresse breit aufgenommen. Auf LinkedIn wurden hohe Reichweiten bei gewerblichen Kunden generiert. Wie man mit geringem Budget wirkungsvolle PR macht, hat das Startup UA Talents gezeigt. Die Plattform wurde wenige Tage nach Ausbruch des Ukraine-Krieges gegründet, um Stellenanzeigen für geflüchtete Ukrainer vor Ort und in Europa zu sammeln. Die Agentur MSL Group Germany startete zusammen mit zahlreichen Freiwilligen eine begleitende Medien- und Social-Media-Kampagne über klassische journalistische Kanäle in TV, Print und Social Media, darunter auch internationale Berichterstattungen bei BBC und der New York Times. Dass klassische PR-Arbeit auch heute noch wirksam sein kann, zeigen die Leistungsdaten. Durch die Plattform konnten sich 70.000 Bewerber auf 18.000 Jobs bewerben. Unser Gewinner hat gezeigt, wie man mit sehr geringem Budget eine richtig effektive Kommunikationskampagne entwickelt. Und das in beeindruckend kurzer Zeit. Unser Gewinner hat komplett auf Paid Media verzichtet und sich stattdessen auf die klassische Pressearbeit fokussiert. Er wurde erst im März 2022 gegründet und kam in nur 2 Monaten in 140 Medienbeiträge bis in die BBC und die New York Times. Wir verleihen den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation in der Kategorie PR and Corporate Communication an UA Talents. Herzlichen Glückwunsch. Und da ist er auch schon. Herzlichen Glückwunsch und ich frage natürlich wieder, wie sagen du, ne? Sorry. We say you. Yes. Well, you is you. Der war gut. So, congratulations. How do you feel? I'd say I feel engaged. This is just a chance, right? And we have to continue on. And did you think you win, or was it a real surprise for you? I'd say it was more a surprise. We knew that we were nominated, but it's always a chance, so. Okay, great. So I didn't know that I had to talk English tonight, but I try. So you know that you can come to me. We are in the perfect light, you're in the middle. You will have this picture that is like originally created by an KI app, and he will give it to you for real, but now we will see how it looks on the screen. Und wir zählen wieder runter. 3, 2, 1, and here it is.
Wump, here it is. Okay. Nice. So, Ludwig, ich hoffe, dein Englisch ist gut. So, this is for real for your office, maybe. And what's the inspiration for this picture or for this style of picture? This picture is in the style of expressionism because PR is the is where you express your organization to the public. Okay, nice. So we will also see in which position or where it will shift to in our gallery of fame. Let's see. Where is it? There it is. There. Nice. So finally, Lucy is prepared. We do a press photo, also a memory photo for us, of course. 3, 2, 1, cheese. Reine Männerriege, die Dreien vom Grill. Wunderbar. Thank you so much. And congratulations. Ludwig, danke. Ja, Mensch, hier sind doch so viele erwartungsvolle Gesichter und auch ganz hübsche Gesichter. Ja, ich muss sagen, also Ophelia, die sehen fast noch ein bisschen süßer aus, wenn man so ein bisschen näher dran steht. Also es lohnt sich auf jeden Fall für mich, dass ich hier vorne stehe. Ne? Ich guck mal ganz kurz hier, guck mal hier, was ein schicker Mann. Wir sehen uns dann später noch bei der Aftershow-Party. Ich bin hier noch am naive Bauernmalerei machen. Wir gucken dann mal, was dir besser gefällt. Ne? Am Ende hier so eine schöne erste Reihe hier. Vibes, Vibes, Vibes. Aber ich darf mich gar nicht verquatschen. Ich muss ja die nächste Kategorie präsentieren. Geflirtet wird dann später. Und zwar ist... Sorry, ich hab's nicht leise gestellt. Das bin ich jetzt, definitiv. Das ist die Mutti, ich muss ran. Ja, Mutti. Ja, ja, genau. Ja, nee, ich kann nicht telefonieren. Ich bin auf der Bühne, ja, genau. Bei diesem DPWK, genau, Wirtschaftsgruppe, genau. Nee, das war letzte Woche, Bad Freienwalde, Brandenburg. Nee, das war ein anderer Auftritt. Habe ich dir doch jetzt, ja. Was ist denn? Worum geht's denn? Ja, nee, da habe ich keine Zeit für einen Spieleabend. Das müssen wir noch mal schieben, okay? Ciao, ciao. Ich muss jetzt aufhören, ich habe dich lieb, weil ich bin wirklich auf der Bühne. Ja, das richte ich aus. Alles klar. Liebe Grüße von der Mutti an euch alle. Mutti ist die Beste. Ja, wobei, grundsätzlich mag ich ja diese Spieleabende und ich finde es eigentlich auch immer ganz cool, überhaupt was zu spielen und dann lass uns doch jetzt ja auch was spielen, oder? Aber weil wir hier alle natürlich wahnsinnig Digital Natives sind und Gen Z, Generation Z, ne, ist ja niemand älter als 28, also du auf keinen Fall, ich behaupte schon seit Jahrhunderten, würde ich sagen, wir machen das Ganze natürlich, wenn wir schon was spielen, dann digital. Und zwar wie folgt, wir machen ein kleines Quiz. Ja, ich gucke schon in angsterfüllte Gesichter, aber keine Angst, Sie müssen zumindest für das Spiel selber nicht auf die Bühne, versprochen. So, was muss ich dazu noch sagen? Also eigentlich ist es ganz einfach, wenn Sie sich jetzt fragen, wie geht das, was machen wir? Sie scannen jetzt wirklich alle mit Ihren Smartphones bitte diesen QR-Code. Ja, genau, machen Sie das. Einmal scannen. Es kann auch wirklich jeder mitspielen. Und es ist dann so, wenn Sie den gescannt haben, dann geben Sie den Namen ein, also Ihren Namen und natürlich auch noch den Namen für das Unternehmen eintippen, für das Sie antreten. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Aber ich gebe noch ein paar Sekunden Zeit für alle. Ich weiß nicht, ob das hinten auch so schnell schnaggelt und funktioniert. Man muss vielleicht ein bisschen zoomen. Und dann bekomme ich auch gleich aus der Regie mitgeteilt, in meinem kleinen Knopf im Ohr, mein kleiner Mariah Carey Knopf im Ohr, wann wir fertig sind. And when a hero comes along with the strength to carry on. Nein, wir sind noch nicht im Finale. Ich singe später für Sie. So, ich darf mich hier nicht vertun, aber ich habe noch kein Okay von der Regie. Insofern gebe ich Ihnen noch ein paar Sekunden, dass dann auch alle startklar sind. Und ich kann ja schon mal verraten, es geht dann einfach um 6 verschiedene Fragen. Natürlich um das Thema Event. Wen überrascht's? So, ich höre schon, es nähert sich dem Einlog-Ende. Ja, Mensch, da haben wir schon ganz schön viele. So, 10, 9, 8, Sie müssen mal mitzählen, ich muss trinken. 7, 6, 2, 1.
Katsching. So, ja, also noch ein paar. Last Exit Brooklyn noch abgebogen, genau. So, zum wievielten Mal findet der DPWK in diesem Jahr statt? Ich hatte es anfangs sogar erwähnt. Ist es zum 20., 21., 22. oder 23. Mal? Sie haben so lange Zeit, bis der Balken durchgelaufen ist. Also schnell drücken, schnell mitspielen. Gewinne, gewinne, gewinne. So, 3, 2, 1 und vorbei. Okay, ja, Sie haben gut aufgepasst. Schon mal gut, dass ich weiß, dass Sie mir zuhören. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Freue ich mich persönlich auch drüber. 82% richtig. Und ich glaube, dann kommt immer schon so eine kleine Chart als nächstes. Da führt der Alex K., der Alexander K. Dann habe ich eine Alex González Köpp und Lisa Lee auf Platz 3. Naja, wir gucken mal, was die zweite Frage ist. Wie lautet das Motto des CSD Berlin 2023? Ist es United in Love gegen Hass, Krieg und Diskriminierung? Be their voice and ours für mehr Empathie und Solidarität? Oder drittens, save our community, save your pride? Oder für Menschenrechte, viele gemeinsam stark? In 5 Sekunden bitte entscheiden. 2, 1, vorbei. Oh, okay. Ich wusste selber nicht, muss ich gestehen. Eigentlich auch peinlich. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich wäre auch dabei. Also ich hätte es auch nicht erraten. So, Katrin führt. Alexander K. vom Thron gestoßen. Und Fabongo auf der 3. Sehr schön, dein Armer. So. So, wir gucken auf die nächste Frage. Ich bin gespannt. Seit wann findet der Karneval der Kulturen in Berlin statt? 89 oder 92 oder seit 1996 oder 1998? Sie haben noch 14 Sekunden Zeit für die Entscheidung. So, ich höre schon, Sie tauschen sich auch rege aus, ne, das merke ich schon. So, wir gucken. Ich bin selber gespannt. Und es ist 96. 44% wussten das. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir gucken gleich mal, wer das war. Ah, Fabongo auf der 1, Sophie auf der 2, Alexander K. auf der 3. Jawohl, jawohl, jawohl. So, wir gucken weiter. Wir kommen zur vierten von 6 Fragen. Und zwar, wie viele Liter Bier wurden auf der Wiesn 22 getrunken? Es sind natürlich Millionen Liter. 3,9 oder 4,8 oder 5,3 oder 5,6. Ne? Denken Sie dran, Oktoberfest, World Event. Ne? Ich weiß es allerdings auch nicht. Ich trinke gar nicht so gern Bier. Ich trinke natürlich Sekt und Prosecco, wie sich das für mich gehört. Genau. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, 3, 2, 1 und... vorbei. Yes! Also die Hälfte geht auf jeden Fall regelmäßig hin, hat wahrscheinlich dann einen Anteil daran. Ja, wunderbar, wir gucken mal. Ja, Fabongo, also ist ja schon richtig in Führung jetzt. Sophie und Kaufland auf der 3. So, jetzt kommt gleich die vorletzte Frage. Ich bin selber sehr gespannt, was sich hier noch tut im Ranking. Wer war... keine Sprecherin oder kein Sprecher beim OMR-Festival 22. Ich habe gehört, das ist irgendwas mit auch aus Ihrem Gebiet, ein Marketing-Festival. Quentin Tarantino, Elon Musk, Madeleine Daria, Alizadeh oder Ashton Kutcher? Quentin Tarantino, Elon Musk, Madeleine Daria, Alizadeh oder Ashton Kutcher? Wer war keine Sprecherin, kein Sprecher? Und vorbei. War eine schwere Frage, glaube ich, oder? So, wir gucken. Spannung. Okay, nicht schlecht. Sie sind up to date. Ja, klatschen Sie ruhig mal. Das ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute hier über alles Bescheid wissen. Alexander K. auf der 1, Sophie auf der 2 und Georg Babing auf der 3. So, wir kommen zur letzten Frage und sind dann ganz knapp schon vor der Auflösung, wer die ersten 3 sind. Was war... keine Sektion, der Berlinale 23, die Berlinale Youth oder die Berlinale Shorts oder Encounters oder Panorama. Was war keine Sektion auf der Berlinale 23? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aber Sie helfen sich auch, das finde ich auch gut.
Fair Play. Ich höre es, sie tuscheln, sie tauschen sich aus. So, wir sind gespannt. Okay, okay. Also bei Film, da dürfen sie noch ein bisschen zulegen. So, Achtung, jetzt kommt gleich die Auflösung. Wir sind sehr gespannt, da kann sich ja noch einiges getan haben. Sie haben gesehen, es wechselt ständig, wer das war. Und hier sind die Gewinner. 2-1 des DPWK-Quiz 2023. Alexander K., nein, Georg Fabing, Johannes auf der 2 und Maya auf der 3. Herzlichen Glückwunsch und kommen Sie gerne zu mir auf die Bühne. Ich habe ja nicht gelogen, ich habe nur gesagt, beim Spiel müssen Sie nicht auf die Bühne. Die Gewinner bitte zu mir. Georg Mabing, Johannes und Maya, kommt einmal auf die Bühne. Da ist die Treppe, ihr könnt auch die große Stufe nehmen. Ich glaube, ihr schafft es, die Beine sind ausreichend lang. So. Ja, Glückwunsch. Hallo, willkommen. Kommt hier einmal ins Licht. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Und das ist dann sicherlich Hallo, Maya. Kommt gerne zu uns. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt muss ich mal gucken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war jetzt auch tatsächlich nicht nur so ganz nur zum Spaß, sondern es gibt zwar nicht 1 Million Euro zu gewinnen, so wie bei Jauch, aber es gibt Gewinne, die total winzig, aber auch total originell sind. Und schauen Sie mal hier, von Kuni und Leonie, die ich hier auch schon mal vorstellen darf, da bekommt für den 3. Platz die Mitspielerin Maya ein Mini-Doktor-Krog-Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Platz 3. Wir fangen an mit Platz 3, genau. Genau, genau. Applaus nochmal. Ich merke, wir haben ein schönes Jingle. Wir unterlegen das nochmal alles schön mit Musik. Das Mini-Doktor-Krog-Spiel. Der Platz 2 bekommt ein Mini-Monopoly. Und für den 1. Platz an Georg Babing, der unglaubliche Mini-Gameboy. Unglaublich klein, aber ich habe mir sagen lassen, funktioniert dann tatsächlich. Und Sie sind hier der Trostpreis, oder was? Ich bin Platz 5, deswegen dachte ich, komm auf. Das finde ich super, Applaus für Platz 5, dass er hier den Weg auf sich genommen hat. Achill, sehr gut. Okay, dann will ich aber jetzt auch noch wissen, wo der Platz 4 sitzt. Wo ist Alexander K.? Wo ist Alexander K.? Einmal aufstehen. Da. Einmal ein Applaus für Alexander K. Wenn, dann wollen wir alle sehen. Einmal aufstehen. Da ist er, Platz 4. So, jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir die Top 5. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal gucken. So, im Prinzip, ja. Ach so, genau, das wollte ich Sie noch fragen. Also erstmal noch, im Gegensatz zu der Million von Jauch, können Sie ja diese Gewinne auch völlig gefahrlos überall mit hinnehmen. Und die sind auch viel leichter und kleiner. Das ist schon mal der kleine Vorteil. Und dann nochmal die Frage, vielleicht gibt es ja auch noch was in einer anderen Kategorie zu gewinnen, beziehungsweise noch einen zweiten Preis. Sind denn die Kategorien für Sie schon durch? Von Ihnen dreien? Nein? Nein? Auch nicht? Nein? Nur zu Gast, okay, auch okay. Aber das ist doch gut, dann sind auf jeden Fall noch Gewinne offen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Preis. Dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft zurück auf die Plätze gehen, könnt gerne die große Treppe nehmen, die ist bequemer. Alles klar. Tschüss, vielen Dank. Und nochmal einen großen Applaus für die 5. So, Leonie, Kuni, ich kann euch jetzt begrüßen. Wir machen es jetzt mal wie Heidi Klum mit M-W-A-H. Hi, ich sehe ja schon langsam so aus, dass ich sowas machen kann. Mwah. Ihr Süßen, ich gebe an euch ab, ja? Ich mache weiter meine naive Bauernmalerei und ihr übernehmt. Leonie und Kuni, viel Spaß. Ja. Das war ja echt ein cooles Event, oder? Schon fast ein eigenes. Aber wer auch weiß, wie Events richtig funktionieren und gut ankommen, sind die nächsten Nominiertinnen in unserer Kategorie Live, Hybrid und Digital Event Communication. Aber Leonie, sag mal, um was geht es denn in der nächsten Kategorie denn genau? Kannst du uns das bitte näher erläutern? Na klar, nichts leichter als das. Events bringen Menschen zusammen. Ganz klassisch dabei das Live-Event,
direkt vor Ort live zu miterleben. Dann gibt es das Digital-Event. Dabei werden Events direkt in den virtuellen Raum verlegt. Kleiner Side-Fact, 2020 war der DPWK auch ein Digital-Event. Und dann gibt es natürlich den Mix aus beiden, das Hybride-Event. Wow, was es dank der Digitalisierung alles gibt. Event-Kommunikation ist eine Kunstform. Die Kreativität, technisches Know-how und strategisches Denken miteinander verbindet und somit eine große Wirkung auf die Teilnehmer erzielt. Doch Leonie, sag mal, was sind denn die Herausforderungen in der Branche? Ja, du weißt ja, die letzten Jahre waren nicht leicht. Erst Corona, dann die Inflation. Das hat es der Eventbranche nicht einfach gemacht. Weniger Aufträge, weniger Budget. Da mussten wir ein neues Konzept für Events konzipieren. Und dann gab es noch die Digitalisierung und die Internationalisierung. Diese Dinge haben neue Anforderungen an Events gestellt. Ach herrje. Danke für das Update, Leonie. Die Welt hat sich so rapide verändert. Innovative Technologien und Plattformen haben für Unternehmen eine interaktive und nahtlose Erlebnisse geschaffen, egal ob die live, hybrid oder rein digital sind. Gibt es denn da gute Beispiele, Leonie? Na klar, die Umsetzung und Beispiele kann ich dir anhand unserer Finalisten-Trailer zeigen. Also, liebes Publikum, hier sind die 6 Nominierten der Kategorie Live, Hybrid and Digital Event Communication. Der E-Sport-Bereich ist ein dynamisch wachsender Bereich und hat doch ein Imageproblem. Die nachgesagte, wenig ausgeprägte Diversität. Deshalb strebt das Equal E-Sports Festival der Deutschen Telekom an, Gaming-interessierten Heranwachsenden ein sicheres Umfeld zu bieten und Werte und Themen wie Diversity, Gesundheit und digitale Bildung spielerisch näher zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde von der Agentur Meret & Meret ein buntes Festivalprogramm zielgruppenspezifisch zusammengestellt. Das zweitägige Festivalprogramm mit Livestream-Begleitung auf Twitch soll die Erwartungen der Deutschen Telekom mehr als erfüllt haben, so die Agentur. Auch Industrie- und Handelskammern sollen, wollen und können zur politischen Willensbildung beitragen. Aber wie kann das aufmerksamkeitsstark und mit gebotener Neutralität gelingen? Die IHK zu Kiel hat dazu ein Eventformat entwickelt, das in der Fernseh- und Musikszene fest etabliert ist. Die beliebten Castingshows. Deren Prinzipien einer Kandidatenkür wurden aufgegriffen und als Eventformat für den Kontext der Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 adaptiert. The Choice, der Kandidatencheck der IHK. Dazu wurden Podiumsdiskussionen und vor allem Zuschauervotings so interessant miteinander verbunden, dass ein unterhaltsames wie interessantes Veranstaltungskonzept gelang. Im letzten Jahr war er Kult. Der Alge-Glühwein, der von dem bekannten Streamer und YouTuber Knossi für Kaufland promotet wurde und dort eine Woche exklusiv und erfolgreich verkauft wurde. An diesen Erfolg galt es anzuknüpfen, freilich mit einer längeren Verkaufsperiode in 2022. Um Knossis Glühwein zu promoten und die frohe Nachricht zu verkünden, wurde ein großer Livestream mit vielen bekannten Gesichtern aus der YouTube-Branche auf die Beine gestellt. Dort mussten Knossi und seine Freunde actionreiche Challenges bestehen, um den Stream fortzuführen. Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen tiefe Spuren hinterlassen und auch bei den Mandanten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zu vielen Fragen geführt. Um hier Aufsichtsräten, Vorständen und Young Professionals Lösungswege aufzuzeigen, hat KPMG eine Eventreihe ins Leben gerufen, bei denen die zentralen Herausforderungen und Handlungsfelder der Kunden im Mittelpunkt standen. Diese wurden dramaturgisch in 4 Etappen nach dem Prinzip einer Bergbesteigung verbunden. Endpunkt war die Gipfelbesteigung, der KPMG-Zukunftsgipfel. Eine hochwertige Eventreihe, die das ganze Potenzial hybrider Veranstaltungen mit entsprechender Social-Media-Nachbereitung auch im B2B-Bereich aufzeigt.
Alle Unternehmen, die über Live-Events kommunizieren, waren Anfang 2022 wegen der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. So auch der Anlagen- und Maschinenbauer Krones AG. Bei dem stand die wirtschaftlich bedeutende Branchenleitmesse DrinkTech vor der Tür. Dito hatte Krones mit eigenen Planungsunsicherheiten hinsichtlich des Messeauftritts zu kämpfen. Unter diesen Bedingungen wurde der Krones Showroom entwickelt. Er zeigt den Lebensmitteltechnologen aus der Getränkewelt ganze Produktionslinien und Prozesse in einer digitalen Darstellung auf, die Megaverse-Entwickler und Gaming-Experten neidisch werden lassen. Um auf die veränderte Arbeitsrealität der Kunden zu reagieren, hat der Autozulieferer Schaeffler nicht nur die Umbenennung zu Schaeffler Lifetime Solutions durchgeführt, die Unternehmensgruppe hat auch ihr Angebotsportfolio vom Produkt zum Dienstleistungsanbieter erweitert. Um diese komplexe Botschaft zielgruppengerecht bei ihren B2B-Zielgruppen zu positionieren, hat Schaeffler zusammen mit der Agentur Bestzeit Connecting Live Communications eine europaweite Roadshow in die Wege geleitet. In dem Showtruck wurden Produktpräsentationen entlang des gesamten Lebenszyklus einer Maschine dargestellt. Das sorgte dafür, dass die neue Produkt- und Dienstleistungswelt haptisch erlebbar war. Wow, was für FinalistInnen. Aber Kuni, kannst du uns etwas mehr über die FinalistInnen erzählen? Natürlich. Unsere Finalistinnen haben gezeigt, dass sie die Kunst der Eventkommunikation meisterhaft beherrschen. Mit ihren Projekten haben sie unvergessliche Erlebnisse geschaffen und neue Maßstäbe gesetzt. Alle Projekte waren sehr beeindruckend, jedoch ein Projekt war besonders herausragend. Das Unternehmen hat mit seiner innovativen und kreativen Idee tatsächlich einen Impuls gegeben für eine neue Art von Veranstaltung. Eine Art, die die Branche nachhaltig verändern wird. Wow! Da machst du mich aber richtig gespannt. Und Kuni, wir sind jetzt ja auch unter uns. Da kannst du mir bestimmt ein bisschen mehr über den Gewinner verraten, oder? Okay, aber nur weil du es bist. Der Gewinner hat mit Hilfe der Digitalisierung einen virtuellen Raum für Teilnehmende erschaffen. Ich habe selten so eine coole Umsetzung gesehen. Man kann das Unternehmen einfach orts- und zeitunabhängig besichtigen. Liebes Publikum, der Deutsche Preis der Wirtschaftskommunikation in der Kategorie Live, Hybrid und Digital Event Communication geht an. Einen großen Applaus bitte für die Krones AG. Herzlichen Glückwunsch. Einmal in die unsere Mitte. Kommen Sie gern zu uns in die Mitte. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt das ist Ihr Preis. Preis, genau. Herzlichen Glückwunsch. Von der Leonie. Und jetzt wieder die Frage der Fragen. Wie fühlen Sie sich denn? Überrascht, selbstverständlich. Ja? Doch. Wirklich also, überrascht? Ja, also nicht 100% überrascht, sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier. Aber um ehrlich zu sein. Ja, nein, Selbstbewusstsein ist wichtig, klar. Aber nachdem ich jetzt die anderen Teaser gesehen habe, schon doch überrascht, ja. Okay. Das ist schon schön. Das ist auch ein tolles Kompliment an die Mitbewerber, oder? Fall. Dafür mal einen Applaus, finde ich auch sehr fair. Komm, wir gehen noch einen Schritt nach vorne, dann sind wir noch schöner im Licht für alle Fotos und alles, was noch kommt. So, es gibt natürlich auch für, wir sagen jetzt du, ne? Ich wechsle ja noch den ganzen Abend, wie sagen du? Es gibt auch für dich natürlich ein tolles KI-Gemälde, Sie haben es schon verdeckt in der Hand. Wir enthüllen das wieder zusammen, das Mikro brauche ich nicht mehr, der Running Gag des Abends. So, also wir zählen wieder drei rückwärts und drei, zwei, eins, deins. Wow, futuristisch, oder? Ja, nicht schlecht. Und da ist es in klein zum Hinhängen und zum Mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ihr Lieben, könnt ihr noch was dazu sagen? Was ist die Inspiration, der Zusammenhang zur Kampagne, um die es ging? Natürlich, Virtual Reality rückt ja immer weiter in den Vordergrund in der heutigen Zeit. Und mit diesem surrealistischen Gemälde wollen wir einfach die unwirklichen Erlebnisse darstellen. Ah, wunderbar. Und das Gemälde bekommt natürlich jetzt wieder den Platz in der Galerie of Fame. Mal gucken, wo es hinzwitscht. Da oben ist es. Einmal um die ganze Achse drehen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Wir machen natürlich wieder das obligatorische Pressefoto. Die Lucy is ready. Die Hände sind voll. 3, 2, 1, tschüss.
top. Dankeschön. Das ist nochmal dein Applaus. Herzlichen Glückwunsch nochmal. So. So. Ihr seid soweit klar, ne? Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal ab und frag mal die Ophelia, sag mal, wo ist denn eigentlich das Kleid von mir? Hast du das schon irgendwo hingehängt? Ich habe das noch gar nicht gefunden. Wo das ist? Sag mir das doch mal. Ja, mein Schatz. Oh, du, ich sag's, ich bin schon einmal nass geschwitzt. Hier ist so ein Stress in der Bühne, ja. Aber dein Kleid, du, das hab ich der Lilly gegeben, glaube ich. Lilly, du hast das Kleid doch, oder? Hoffentlich mal. Ja. Ja, stimmt. Warte, ich hol's schnell. Ja, was soll ich sagen? Es gibt kein Kleid. Wir haben es einfach komplett vergessen, Ophelia und ich. Also wir haben nicht mal einen Steamer. Wir sollten einfach so viel einpacken und ja, jetzt haben wir kein Kleid. Okay, Idee. Ich mache einfach hier spontan jetzt ein neues. Problem, ich bin echt unkreativ. Ich bin eher so die Handwerkerin. Aber ich brauche eine Inspiration, sonst kriege ich das nicht hin. Aha, Anja Kabul, die ist echt super darin, gerade in der Fashion-Branche so digitale Entwürfe zu machen. Da kann sie mir doch hier eigentlich live on stage zur Seite stehen. Einen Applaus bitte für Anja Kabul. So Anja, pass auf. Also das muss jetzt hier alles leider sehr schnell gehen. Für die Show heute Abend braucht René ein Kleid. Es soll was Pompöses sein. Elegant, aber eben auch theatralisch. Eben nicht zu viel und nicht zu wenig. Kriegst du das hin? Ach, super. So, während Anja jetzt mal kurz ihren Ideenreichtum spielen lässt, muss ich aber mal eben noch was klarstellen. Das muss jetzt zwar alles sehr schnell gehen mit der Mode, von Fast Fashion wollen wir uns aber definitiv distanzieren. Fast Fashion führt nämlich zu einer enormen Ressourcenverschwendung. Die Produktion erfordert riesige Mengen an Wasser, Energie und Chemikalien und die Verwendung von minderwertigen Materialien und die dadurch ziemlich kurze Lebensdauer der Kleidungsstücke führt zu einer enorm hohen Abfallmenge. Diese Textilabfälle landen dann auf Deponien oder werden verbrannt. Das fördert natürlich wieder Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen in der Fast-Fashion-Industrie oft ziemlich schlecht. Um die niedrigen Preise zu ermöglichen, werden Arbeiter in Entwicklungsländern oft ausgebeutet und extrem unterbezahlt. Ich meine, hallo, die Arbeitszeiten sind lang und die Sicherheitsstandards oft richtiger Mist. Da können die doch wenigstens ordentlich bezahlen, oder? Zum Glück gewinnt die Nachhaltigkeit in der Modebranche immer mehr an Bedeutung. Nachhaltige Mode konzentriert sich auf umweltfreundliche Materialien, faire Arbeitsbedingungen und eine längere Lebensdauer der Kleidungsstücke. Okay, wir sind alle manchmal kleine Shopping-Suchtis, die sich regelmäßig über ihren Stil neu erfinden wollen. Insgesamt geht es aber darum, eine Balance zu finden. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie unsere Kaufentscheidungen die Umwelt und das Leben anderer Menschen beeinflussen. Indem wir auf nachhaltige Mode umsteigen und unsere Konsumgewohnheiten ändern, können wir dazu beitragen, eine zukunftsfähige und gerechtere Modeindustrie zu schaffen. Wow, Anja, das sieht ja schon richtig spitze aus. Einen großen Applaus bitte einmal für dieses tolle Design. Ja, kannst du mir das eben mal kurz hinten ausdrucken gehen? Ich muss das hier noch schnell zu Ende machen und dann schaue ich direkt, was ich da gleich mal Schönes draus zauber. Super, dann nochmal einen großen Applaus bitte für Anja Kabul. Ja, wo war ich? Nachhaltigkeit, genau. Nicht nur in der Modebranche wird Nachhaltigkeit immer wichtiger, nein, auch in der Wirtschaftskommunikation wird es zunehmend wichtiger, auch wirklich etwas zu vermitteln. Da reicht es nicht mehr, neue Küchenwaage 2 Minuten in die Kamera zu halten und das mit einem eingängigen Jingle zu hinterlegen. Nein, die Menschen suchen einen Mehrwert, einen tieferen Sinn. Und genau das ist auch der springende Punkt unserer nächsten Kategorie, Purpose and Sustainability Communication. Genau, die Herausforderung hierbei ist, ein relevantes Thema zu finden, das aber immer noch im Zusammenhang mit dem jeweiligen Purpose, also dem ursprünglichen Zweck des Unternehmens steht.
So, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich einen kurzen Eindruck verschafft, worum es in unserer nächsten Kategorie geht. Dann wollen wir uns doch direkt mal die diesjährigen Finalisten anschauen. Hier sind die Nominierten der Kategorie Purpose und Sustainability Communication. Zum 60. Geburtstag widmete sich das Unternehmen Bauhaus einem gesellschaftlich besonders wichtigen Thema, dem Schutz und Erhalt des deutschen Waldes. Mit dem Motto, weil es richtig wichtig ist, forstete Bauhaus mit seinem Partner, der Schutzgemeinschaft Deutsche Wald e.V., bundesweit Waldflächen auf. In über 100 Veranstaltungen, 30 Pressemitteilungen, Dutzenden lokalen Mitmachaktionen und über einen breit angelegten Maßnahmenmix animierte das Unternehmen eine breite Öffentlichkeit und machte Rezipienten zu Akteuren. Schlussendlich wurden sogar über 1 Million Bäume gepflanzt und viele Menschen für das Thema Wald begeistert. Die DKB leistet durch die Finanzierung diverser Nachhaltigkeitsprojekte einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Vielen Menschen ist Nachhaltigkeit in Bezug auf Banken jedoch nicht bewusst. Das wollte die Deutsche Kreditbank ändern und rief zusammen mit der Agentur Freunde des Hauses die Brandformance-Kampagne Alle reden von Nachhaltigkeit, wir finanzieren sie ins Leben. Diese sollte sowohl zur Imageprofilierung als auch zur Gewinnung von Neukunden beitragen. Die kontinuierliche Sichtbarkeit des Unternehmens zeigte Wirkung und machte sich neben dem voranschreitenden Imageaufbau der Nachhaltigkeit auch im Recruiting bemerkbar. Was wir essen, verändert die Welt. Unter diesen Namen setzte der deutsche Bio-Lebensmittelproduzent Follow Food mit Hilfe der Agentur Tank Tank eine reichweitenstarke Markenkampagne um. Zentrales Thema: nachhaltige Ernährung. Zielgruppe: die sogenannten Flexitarier. Der Kommunikationsstil: Infotainment. Ein Werbespot für Kino und TV mit aufrüttelndem Appell und ermutigender Zukunftsperspektive. Die Kampagne zeigte nach Auskunft der Agentur ein beeindruckendes Echo in den sozialen Netzwerken und erzielte mit einem verhältnismäßig kleinen Budget eine sehr große Reichweite. Besonders junge Berliner haben unter den pandemiebedingten Einschränkungen gelitten. Ein gemeinsames Erleben der Kultur war in dieser Zeit kaum möglich. Kulturprojekte Berlin wollte 18- bis 23-jährige Berliner dabei unterstützen, die verlorene Zeit bestmöglich wieder aufzuholen und so auch die kulturelle Vielfalt Berlins ganz neu zu entdecken. So wurde die sogenannte Jugendkulturkarte ins Leben gerufen. Die 50-Euro Guthabenkarte wurde mit breit gefächertem 360-Grad-Marketing beworben. So konnte ein großer Teil der angestrebten Zielgruppe erreicht werden. Dadurch traf die Jugendkulturkarte mit einer schnellen Umsetzung direkt den Nerv der jungen Menschen. Vegane Küche und der oft damit verbundene Lifestyle können auf Konsumenten sehr komplex und abschreckend wirken. Das nahm Lidl zum Anlass und realisierte mit der Agentur Bose Park Productions und dem Food-Influencer Gordon Prox den Podcast Wieso, Weshalb, Vegan. Der Podcast mit wechselnden Gästen soll die vegane Ernährung auf einfache Weise näher bringen. Zudem werden die Lieblingsrezepte der Gäste auf der Website Lidl Kochen veröffentlicht, um den Zuhörern einen weiteren Mehrwert zu bieten. Und die Idee scheint anzukommen. Der Podcast hat durchweg sehr positive Bewertungen. Die Aufmerksamkeit für das alltägliche Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer sinkt konstant. Das will Sea-Watch ändern. Sea-Watch entwickelte mit der Agentur GUD Berlin ihre Kampagne Ertrinkwasser, das Wasser, das Menschenleben kostet. Das Ziel? Maximale Aufmerksamkeit. Die Vorgehensweise? Headlines wirken auf den ersten Blick positiv, entpuppen sich beim näheren Hinsehen aber als Schockwerbung. Durch QR-Codes auf den Motiven konnten die User schließlich direkt zu den Hintergründen der Kampagne samt Spendenaufruf gelangen. Offenbar mit Erfolg. Bereits nach wenigen Tagen konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben sein Spendenvolumen verdreifachen.
Ja. Wie Sie merken, geht es in dieser Kategorie vor allem darum, möglichst viele Menschen mit der gewollten Message zu erreichen. Und das im besten Fall sogar noch über die bisherige Zielgruppe hinaus. Am Ende ist ein hoher gesellschaftlicher Impact, also viele Leute von dem Thema zu begeistern, das Ziel einer jeden Purpose- und Sustainability-Communication. Denn der schlussendlich wirklich erlangte Einfluss einer solchen Kampagne lässt eben auch Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit des beteiligten Unternehmens ziehen. Unser Gewinner hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und neben dem Engagement der eigenen Mitarbeiter noch viele tausend Menschen bundesweit zu einem nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz animiert. Darüber hinaus wurde das ursprüngliche Kampagnenziel sogar noch überschritten, was den wahren Geist hinter der Kampagne gezeigt hat. Liebes Publikum, begrüßen Sie also jetzt mit mir unseren diesjährigen Gewinner der Kategorie Purpose und Sustainability Communication, Bauhaus. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wem darf ich den überreichen? So, das ist Ihr Preis, vielen Dank. Ihr seid ja direkt bei mir gegenüber in Hallensee, genau, kenne ich gut. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch für euch die obligatorische Frage, wie fühlt ihr euch denn? Überrascht und auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, das hoffe ich doch auch. Ja, total. Also total begeistert, auch in Anbetracht der anderen Auszuzeichnenden gewesen. Also toll. Das finde ich wirklich immer schön, dass ihr alle hier so Fairplay seid, weil das finde ich auch toll, wenn ihr auch eure Mitstreiter wertschätzt. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an Bauhaus. Und wir gucken uns jetzt gleich natürlich auch euer KI-Gemälde an. Komm, wir gehen einmal in die Mitte. Ich kriege das immer ins Ohr geflüstert, dass wir da so schön im Licht stehen, auch fürs Foto später. Ich bringe das Mikro wieder weg und wir gucken uns gleich das Foto an. Wir machen wieder zusammen. 3, 2, 1 und bitte. Aha, schön, schön, schön. Genau, hier habe ich es natürlich auch einen nochmal für Ihr Büro. Super, das passt ja perfekt. Ja, liebe Lilly, du kannst bestimmt nochmal ganz kurz was dazu sagen, was jetzt hier der Bezug ist dann zu Bauhaus. Genau, also der KI haben wir diesmal die Schlagwörter Romantik gegeben, einfach weil die Romantik ja die Natur so ein bisschen glorifizieren soll und das passt natürlich super zu ihrer Kampagne und zur Kategorie. Wunderbar. Und wir gucken uns auch gleich an, wo in der Gallery of Fame das Bild hinschwebt. Da. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Not to be forgotten. Natürlich das Pressefoto. Die Lucy ist ja allzeit bereit. Wir stellen uns alle schön dicht zusammen. Ich bin jetzt schon eine halbe Frau. Ich wollte gerade sagen, umringt von da. Und tschüss. Passt das? Super. Riesenapplaus nochmal für Bauhaus. Vielen Dank, liebe Lilly. Wir sehen uns später noch. Ja, und damit wurden jetzt 4 Awards schon vergeben. Das bedeutet, ich kann zwar nicht so gut rechnen, aber ich weiß, es ist die Hälfte. Und deswegen sage ich Bergfest und Prostata. Ich stoße jetzt mit euch an, auch wenn ihr, glaube ich, gar nichts zu trinken habt, oder? Oh, prickelt. So schön im Bauchnabel. So, nein, wir stoßen natürlich dann auch später nochmal zusammen an, wenn alle bewaffnet sind mit einem Glas. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind, beziehungsweise wo ich bin und wo meine Sachen sind. Also das Kleid habe ich jetzt mit der Ophelia schon geklärt. Das hat sie hinten irgendwo hingehängt. Aber wo sind die Schuhe? Die Schuhe, Moment, ich muss echt überlegen. Wir hatten 2 Durchläufe, deswegen, ich muss jetzt echt nachdenken. Ich habe die im Saal an. Vielleicht, ich muss jetzt einmal wirklich bitten, dass Sie mal ganz kurz unter Ihren Stühlen nachgucken. Ich bin eher so in der Richtung, aber gucken Sie mal alle, weil die Ophelia, die schmeißt das auch alles immer irgendwo hin. Und Sie müssen vor allen Dingen auch unter der Sitzfläche. Sehen Sie? War der auf dem Boden? Aber unterm Sitz, oder? Die Ophelia, die klebt das Zeug nämlich immer hoch. Die ist immer mit Gaffertape bewaffnet und die klebt einfach alles unter die Sitzfläche. Macht die übrigens auch mit Kaugummis so. Ich hoffe, es hat jetzt keiner in Kaugummi gefasst. Also wenn ja, dann behalten Sie den nochmal, weil ich habe immer eine trockene Stimme. Nachher, wenn ich singen muss, dann melden Sie sich. Ja, dann hole ich mir den vielleicht noch ab. Ist der zweite auch da? Nee? Gucken Sie nochmal bitte alle, weil sonst humpel ich ja so blöd im Finale. Auch irgendwie doof.
Ja, das ist er. Halten Sie mal hoch und reichen Sie den mal durch. Hier ist er, das ist er. Ja, ist jetzt nicht Ihrer, ne? Wir haben nicht den gleichen. Nee, gucken Sie hier das Gaffer-Tape. So ist sie, die Ophelia. So, vielen Dank. Ich hole mir auch den zweiten. Hier, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Sie haben meinen Abend gerettet, beziehungsweise auch ein bisschen Ihren eigenen, Ihr Finale. Sie sehen, ich bin ja auch schon relativ weit hier gekommen mit der Bauernmalerei. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt, nee, das ist mir jetzt zu eng mit dem Set da vorne. Jetzt ist hier so ein Set aufgebaut, deswegen würde ich sagen, das sieht nach einer Spielszene aus. Ich gehe durch den Saal ab und sage, und bitte! Jo, was geht denn? Ich begrüße Sie, Frau Rosario. Danke. Nun, Frau Rosario, was führt Sie dann zu uns? Ich habe gehört, ihr braucht jemanden für das Marketing. Das klingt doch ganz gut. Team ist auch ganz entspannt, wa? Nun ja, verbunden werden auch die Schwachen, richtig. Hä? Schiller, welche Qualifikationen bringen Sie dann mit? Ich kann richtig gut mit Menschen. Glauben Sie mir das? Ich kann reden und reden und reden und alle hören Sie mir zu. Menschen anquatschen, das ist genau mein Ding. Wer etwas scheinen will, der versucht es auch zu sein. Denn ohne Sein ist selbst der Schein nur ein leerer Schein. Was? Friedrich Rückert. Hä? Rückert? Wer ist denn Friedrich? Wie stellen Sie sich dann den Arbeitsalltag bei uns vor? Ein paar Videos schneiden, bisschen was schreiben. Sonst ja auch nicht viel los hier, wa? Und was führt Sie zu dieser Annahme, liebe Frau Rosario? Ja, eure Videos. Viele BewerberInnen scheinen sie ja nicht zu haben. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, dass du ein Mensch mit Menschen bist. Hm? Goethe, Faust. Ich glaube, Sie verstehen ja nicht, wie wichtig das ist, diese Darstellung nach außen. Sie brauchen noch Mitarbeiter. Ach ja, und Sie wissen mehr? Also ich glaube ja. Sie müssen ein bisschen mehr mit der Zeit gehen, ein paar neue Medien nutzen. Sonst wird es doch nichts mit dem Marketing. Mit der Zeit gehen. Na, passen Sie mal auf. Ich erkläre Ihnen das jetzt nochmal auf Hochdeutsch. Es ist ja offensichtlich super schwierig, potenzielle Mitarbeiter zu finden und diese auch an sich zu binden. Fachkräftemangel ist Ihnen ein Begriff, oder? Ja, natürlich. Sehen Sie. Erstens ist es sowieso schon schwierig, überhaupt BewerberInnen zu finden. Und zweitens ist es noch viel schwieriger, diese dann noch an sich zu binden. Ach ja, und was meinen Sie? Wie kann man dem entgegenwirken? Chancengleichheit schaffen, Vielfalt repräsentieren und vor allem, und das ist das Wichtigste, auch wirklich dahinter zu stehen. Sie könnten vielleicht mal anfangen, Ihre Vorurteile zu überdenken und die Menschen so zu akzeptieren, wie sie wirklich sind. HR ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Aber wenn Sie es schaffen, die wichtigsten Kompetenzen zu erkennen und sie dann richtig einzusetzen, können Sie auch langfristig Personal für sich gewinnen. Ich muss gestehen, ich bin echt überrascht. Sie haben mich überzeugt. Sie haben den Job. Ja, das war mir irgendwie klar. Tipptopp. Ich meld mal. Moment mal. Erzählen kann man ja viel, aber wie soll das Ganze dann aussehen? Na, schauen Sie sich das hier doch mal an. Das ist echte, gute Kommunikation. Das sind unsere Nominierten für die Kategorie Employer Branding. Der E.ON-Konzern ist davon überzeugt, dass außergewöhnliche Ideen und Perspektiven durch die Zusammenarbeit von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen entstehen. Deshalb möchte E.ON mehr Frauen mit einer MINT-Ausbildung oder MINT-Affinität für eine Karriere im Unternehmen begeistern. In der von Jung von Matt entwickelten Social-Media-Kampagne #EnergieShapesTheFuture wurden deshalb weibliche Role Models vorgestellt, der Alltag von Mitarbeiterinnen gezeigt und ein Imagefilm mit Testimonials ausgespielt. E.ON sieht sich mit seinem glaubhaften und zielgruppenorientierten Marketing in der ersten Phase der Kampagne bestätigt.
Wie gewinnt man mehr Hochschulabsolventen aus den besonders begehrten technischen Studiengängen? Das fragte sich das Employer Branding Team von Evonik und hat eine spezielle Kommunikationskampagne für das Trainee-Programm Technical Services entwickelt. Unter den Schlagworten Teamwork, Technik, Zukunft rückten die Macher das Thema Work-Life-Balance bei Evonik in den Mittelpunkt. Das Unternehmen hat glaubhaft dargestellt, dass sich durch ihr Storytelling für die Zielgruppe Gen Z mehr Ingenieure und Elektrotechniker als im Vorjahr beworben haben. Auch konnten seit langem alle Trainee-Stellen besetzt werden. Mit ihrer neuen Employer-Branding-Kampagne Echt Jetzt will Ernst & Young Porthenon in einem hart umkämpften Markt ambitionierte Hochschulabsolventen und Young Professionals für sich gewinnen und sich als Top-Adresse in der Strategieberatung positionieren. Dafür setzt das Unternehmen auf kreatives, außergewöhnliches Storytelling. Anstatt mit Schlips und Kragen treten echte Talente des Unternehmens in einer Karaoke-Party mit Konfetti und dem EY-Alpaka auf. Umgesetzt wird das Ganze durch reale Settings in den Büros der Mitarbeiter. Kommuniziert via Out-of-Home in Hochschulen und Social Media. Durch die humorvolle Kampagne haben sich deutlich mehr junge Leute bei EY Parthenon beworben. Womit kann man junge Menschen der Gen Z dazu bewegen, den Zoll als Arbeitgeber zu wählen? Vielleicht mit einem Plädoyer für mehr Chancengleichheit und Gender Fairness? Davon war die Agentur zum goldenen Hirschen überzeugt und hat einen Social Media Spot erstellt, der diese Themen in einer sehr zielgruppenaffinen Bildsprache adressiert. Begleitet von einer Autoform-Kampagne soll das Ziel erreicht werden, jährlich 2000 neue Studierende und Auszubildende einstellen zu können. Einen ersten Meilenstein sehen die Kampagnenmacher erreicht. Es gelang der Generalzolldirektion, ihre Attraktivität für junge Menschen deutlich zu steigern, wodurch auch ein bedeutender Anstieg der Bewerbungen zu erkennen war. McDonald's hat als Betrieb der Systemgastronomie hart damit zu kämpfen, dass Mitarbeiter während der Corona-Krise in andere Branchen abgewandert sind. Deshalb wurde zusammen mit der Agentur Scholz & Friends eine deutschlandweite Recruiting-Kampagne gestartet, um sich als starker Arbeitgeber zu präsentieren und das Image zu verbessern. Unter dem Hashtag JobsWeDo wurde in einer 360-Grad-Kampagne für 5 besonders wichtige Berufsgruppen geworben. Crew-Mitarbeiter, Lieferfahrer, Schichtführer, Studenten und Auszubildende. Die Kampagne sorgte nachweislich für ein verbessertes Arbeitgeber-Image und für einen deutlichen Anstieg der Bewerbungen. Kündige dich glücklich. Mit diesem aufmerksamkeitsstarken Slogan trat die R&V-Versicherung selbstbewusst in den Wettbewerb um IT-Fachkräfte ein und erneuerte ihre Arbeitgebermarke. Die R&V positionierte sich dabei als echte Alternative für IT-Profis, die in den großen Tech-Konzernen unzufrieden sind. Deshalb wurden gezielt Anzeigen auf IT-Plattformen und Bewerberportalen geschaltet und in einer crossmedialen Kampagne Außenwerbung, Social Media und Google Ads eingesetzt. Nach Aussagen der Agentur Scholz und Volkmar mit Erfolg. Denn die Zahl der Bewerbungen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Sie haben gerade die beeindruckenden Kampagnen der 6 Finalisten in der Kategorie Employer Branding gesehen. Alle Unternehmen haben eine großartige Arbeit geleistet und für uns das Thema Personalgewinnung perfekt umgesetzt. Eine Kampagne hat unsere Jury ganz besonders überzeugt. Der Gewinner hat es geschafft, die Kampagne passgenau auf die Zielgruppe abzustimmen und somit seine Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber zu stärken. Das Employer Branding wurde vor allem durch crossmediale Kommunikation perfekt umgesetzt. So konnte unser Gewinner von einer Vielzahl an neuen Bewerbern profitieren und einen langfristigen Ansatz für das Unternehmen schaffen. Und deshalb der diesjährige Gewinner in der Kategorie Employer Branding für den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation 2023 ist die Generalzolldirektion! Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie gerne mit. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis, den haben Sie schon in den Händen. Ne? Ich komme mal hier. Kommen Sie gerne durch in die Mitte. Wir können auch hier ganz in die Mitte gehen, dann sind wir wieder schön im Licht. So, da frage ich erstmal die Dame, wie ist denn jetzt das Wertebefinden? Ja, aufgeregt und total dankbar. Ich bin so froh, dass Sie auch aufgeregt sind. Ihr werdet auch mega aufgeregt heute alle, wirklich. Es ist wirklich eine unglaubliche Logistik, die ja auch dahinter steckt, aber macht mega Spaß. Und wie geht's Ihnen? Sie haben den ja direkt in den Händen. Ja, ich bin beeindruckt. Also die Cases waren ja alle überragend, insofern umso erstaunlicher, dass wir das gewinnen konnten. Aber es gibt uns auch sicherlich Rückenwind. Also danke an die Jury vor allen Dingen. Ja, super. Und wie geht's Ihnen? Angenehm runtergekühlt. Ja, also die Klimaanlage ist super, ne? Ist hier wirklich nochmal deutlich angenehmer. Ich freue mich auch sehr. Sie also, meinen das jetzt gemütsmäßig auch, ne? Runtergekühlt, weil... Ja, ich war überzeugt, dass wir ganz gute Chancen haben. Sehr eine gute gut. Kampagne. Selbstbewusstsein ist auch wunderbar. Ja, dann gucken wir jetzt gleich mal nach dem Gemälde, ne? Für das Trio. Also, 3, 2, 1. Und bitte. Ich bin jetzt wieder weg. Ah, ganz anders wieder, ne? Mal originell, was ganz anderes Stil wieder. Hier ist es nochmal in live. Genau, zeigen Sie es ruhig nochmal nach vorne. Die erste Reihe zumindest sieht das ja immer ganz gut nochmal live, genau. Und wir gucken natürlich erst nochmal, wo das hinwandert, bevor wir gleich das Pressefoto noch zusammen machen. In der Gallery of Fame erscheint es da oben. Ist die Zollstelle. So, wir machen das Pressefoto zusammen. Die Lucy ist schon wieder ready to rumble. 3, 2, 1. Tschüss. Top. Vielen Dank. Das ist euer Applaus. Genießt den weiteren Abend. Wir sehen uns, wie gesagt, alle später noch im Foyer. Ich danke euch auch ganz herzlich. So, jetzt muss ich mal schauen. Ah ja, genau. Hier wurde ja in der Zwischenzeit jetzt schon ein bisschen umgebaut, wie Sie gesehen haben. Hier rasante Setwechsel bei uns. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen herzlichen Applaus an unsere geheimen Stagehands, die hier immer die Sets wieder verändern, während hier vorne noch was anderes passiert. Not to be forgotten, ihr Lieben. Und ich möchte jetzt einmal nämlich einen kurzen Einblick geben in Form von einem kleinen Interview bezüglich dem Vorgehen der Juryarbeit der HTW. Und dazu begrüßen Sie mit mir, jetzt kommt der schwerste Teil des Abends, Sie werden gleich wissen, warum. Und ich freue mich auf einen kurzen Talk mit Frau Professor Dr. Annabella Rauscher-Scheibe, Präsidentin der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW, auf Frau Professor Dr. Stefanie Molltagen-Schnöring. Sie haben sich doch abgesprochen mit den Doppelnamen, oder? Das sind doch Künstlernamen, Sie wollen es nur schwer machen hier oben. Schön, dass Sie da sind. Vizepräsidentin der HTW für Forschung, Transfer und Wissenschaftskommunikation. Und last but not least, die dürfen sich gerne schon setzen und sich mit den Mikros schon mal bewaffnen. Einen Mann haben wir auch dabei, nämlich den Philipp Beller. Das ist ein Student der Wirtschaftskommunikation im dritten Semester und Koordinator des diesjährigen DPWK Jury. Hallo Philipp, grüß dich. So, setz dich. Ja, wunderbar, ihr seid schon da. Das ist euer Applaus. Ich brauche ja gar kein Mikro. So, also. Frau, ich lasse jetzt die Titel kurz weg. Ist es okay? Ich lasse die Titel jetzt kurz weg. Genau. Frau Rauscher-Scheibe. Sie sind die frisch gewählte Präsidentin der HTW und mir wurde berichtet, Sie sind eine waschechte Bayerin. Ja, okay. Ja, das stimmt. Ich komme ganz aus dem Süden Bayerns, also aus Augsburg. Und wenn das Wetter dementsprechend ist, kann man bei uns tatsächlich die Berge sehen. Ah ja, und wo die Puppenkiste steht, ist es, ne? Genau, das ist der Geburtsort der Puppenkiste. Das kennt, und hatten Sie das vorhin richtig bei dem Oktoberfest, bei der Frage im Quiz? Ja, ich habe tatsächlich nur zwei Fragen richtig gehabt. Die erste und tatsächlich die vom Oktoberfest. Da merkt man die Wurzeln doch ganz deutlich. Das finde ich richtig gut. So, dann haben Sie aber als Professorin für angewandte Mathematik und Physik in Hamburg gelehrt. Das ist ja auch schon ein interessanter Sprung von München nach Hamburg. Ja. Das stimmt. Es gab aber noch ein paar Zwischenstationen, also Erlangen und Heidelberg und so. Also ich bin so ein bisschen durch die Gegend gezogen. England und Frankreich. Und es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen, ne? Kennen Sie alle. Ja. Berlin gefällt mir besser. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Sie sind jetzt in der Hauptstadt angekommen und an der Stelle mal Hand aufs Herz. Haben die Berliner oder wir Berliner Sie denn gut empfangen? Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Sowohl meine Hochschule hat mich sehr herzlich empfangen,
als auch die ganzen Präsidenten und Präsidentinnen der anderen Hochschulen. Heute ja sogar noch der regierende Bürgermeister, was mich sehr überrascht hat und sehr gefreut hat. Und ich lebe gerne hier. Ich bin natürlich noch in der Orientierungsphase, aber ja, ich freue mich Berlin auf die genau die richtige Stadt. Genau. Die Orientierungsphase. Wunderbar. Frau Roschle-Scheibe, hier sind ja ganz viele Studierende auch im Saal und die sind ja alle so jung. Die müssen alle so hart lernen und die müssen natürlich nebenbei auch arbeiten, um die teuren, teuren gestiegenen Mieten zu bezahlen. Jetzt muss ich mal einfach fragen, kann denn die Hochschule und vor allen Dingen die Politik den Armen nicht ein bisschen besser helfen? Ja, ich glaube, sie könnte das tun. Also ich gebe mein Bestes an den passenden Stellen, wo mir jemand aus der Politik zuhört, tatsächlich immer wieder darauf zu drängen, dass zum Beispiel das Thema Semesterticket, Deutschlandticket gerade eben total gestrandet ist. Ich glaube, das ist eines, was hier alle bewegt. Und dass natürlich das Thema studentisches Wohnen hier in der Stadt sicher noch mal ein ganzes Stück vorwärts getrieben werden muss. Da bin ich auch ganz egoistisch, weil wenn jemand überlegen muss, hier in Berlin gibt es ein total tolles Programm, da möchte ich gern studieren, aber ich brauche 2 Nebenjobs und woanders an einem anderen Hochschulstandort komme ich mit einem durch, dann mag das Programm noch so cool sein, aber vielleicht entscheide ich mich doch für den anderen Standort. Absolut guter Punkt, ja. Aber dann sage ich schon mal danke für Ihr Engagement. Ich merke, Sie haben ein bisschen Power und versuchen da was zu rocken, das ist toll, weil es ist einfach nötig. Ne? So ist es. So, Frau Molltagen-Schnöring, ich muss immer noch ablesen. Sie sind Vizepräsidentin für Forschung, Professorin für Kommunikationswissenschaften im Studiengang Wirtschaftskommunikation und eine der Mitbegründerinnen des DPWK. Die Lorbeeren würde ich jetzt nicht einheimsen wollen, das sind ganz andere Personen gewesen, die ich auch hier sehen kann, Herr Professor Roski, Herr Professor Hase. Aber Sie wollen die nicht alleine einheimsen. Ja, genau. Applaus. Klatschen also nochmal ein großer Applaus. Aber Sie waren schon dabei. Die Gründerinnen. Sie waren schon dabei, ne? Ich durfte den Preis in der Tat auch einmal selber mit einer Gruppe von Studierenden umsetzen. Das hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Wunderbar. Und was würden Sie sagen, was ist aus Ihrer Sicht das ganz Besondere an diesem Preis für Wirtschaftskommunikation? Oder machen Sie sowas oder sowas Ähnliches an der Hochschule für jeden Studiengang, so tolle Veranstaltungen? Nein, das macht natürlich nur unser Studiengang. Also Wirtschaftskommunikation ist schon ein großartiger Studiengang, aber es wurde ja schon auch ganz viel gesagt, auch von dem regierenden Bürgermeister, was diesen Preis betrifft. Ich möchte es vielleicht ein bisschen an der persönlichen Geschichte erzählen. Ich habe, wie gesagt, ich glaube 2014 oder 2015 war es, einmal selber eine Gruppe begleiten dürfen und dieses unglaubliche Engagement kennengelernt, was die Studierenden an den Tag legen, die wirklich Tag und Nacht arbeiten und zwar ja verschiedenste Aufgaben haben. Hier sehen wir heute das Ende. Aber es gibt ja ganz viel, was davor kommt. Es gibt die ganze Analysearbeit in der Jury, es gibt die Aufgabe, Unternehmen zu finden, die bei diesem Preis mitmachen wollen. Also es ist ein breites Aufgabenspektrum und da sind die Studierenden mit sehr, sehr großem Engagement dabei. Und was ich ganz toll finde, ich habe auch den einen oder anderen hier heute schon gesehen, der damals dabei war. Und vorletzte Woche hatten wir bei uns an der Hochschule den Tag der offenen Tür. Und wir hatten auch eine Eventagentur dabei, die diesen Tag mit uns an der Hochschule begleitet hat, mit der wir zusammenarbeiten als Hochschule. Und die Gründer dieser Eventagentur, die haben damals den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation mit mir auch gemacht. Das heißt, man sieht, man kommt auch in der Branche dann weiter voran. Und ich habe schon in diesem kleinen Heftchen gelesen, der eine oder andere möchte gerne auch in der Eventbranche bleiben und an die Unternehmen hier. Wir haben ganz tolle Studierende. Nutzen Sie heute den Abend noch und rekrutieren Sie fleißig. Super, vielen, vielen Dank. Das klingt super. Ja, und wie wir sehen, ist Full House, also funktioniert sehr gut die Arbeit und die Vorbereitung und auch die lange Arbeit. Philipp Beller, du bist Vorsitzender der diesjährigen Jury des DPWK und ich sag's mal so, ist es nicht auch so ein bisschen frech, dass ihr quasi als Studierende im dritten Semester den Kommunikationsexperten hier im Saal quasi Zeugnisse ausstellt und sagt, ihr habt gute Werbung gemacht und die anderen nicht ganz so gut. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr vorgegangen seid zu den Nominierungen, also wie ihr dann zu den Nominierungen und auch der Auswahl der Gewinner gekommen seid. Ja, also zunächst mal will ich noch sagen, ich bin einer der Jury-Sprecher, also ich habe zusammen mit dem Tobias Schiller, der hier auch im Saal sitzt, den Vorstand der Jury gebildet. Und zu deiner Frage, also es kam uns auch manchmal so vor, dass man sich denkt, okay, wir haben alle schon selbst gesehen und selbst auch erkannt, es sind grandiose Einreichungen und dann denkt man sich auch, als junger Student oder Studentin sitzt man davor und denkt sich, okay, was berechtigt mich jetzt dazu?
Und tatsächlich ist es die Nähe zur Theorie. Also wir sind quasi, wir machen das alles inside out. Also wir sind nicht Branchenexperten oder Kommunikatoren, die das schon ewig gelernt haben, sondern wir sind dabei, es zu lernen. Wir haben diese Nähe zum Lehrbuch quasi und gucken uns dann an, okay, funktioniert das denn genau so? Und dazu noch, wir waren nie alleingelassen sozusagen. Also wir haben die Bewertung erstmal gemacht, aber das Ergänzungsmodul wurde durch eine Lehrveranstaltung begleitet. Das heißt, wir haben wöchentlich immer mit Professor Dr. Birkelbach und Vertretern des Vereins Rücksprache gehalten und konnten quasi immer nachfragen, wenn es in Theorie Belange ging. Und genau, wie wir vorgegangen sind, wir haben eigentlich grundlegend, um das komplette Wirkungskonzept zu erfassen und nicht nur auf Kreativität zu gehen oder sowas, haben wir das Wirkungsstufenmodell von der deutschen Public Relations Gesellschaft genommen, also Input, Output, Outcome und Outflow, war richtig. Und dazu quasi insgesamt 15 Kriterien festgelegt. 12 davon waren quasi für alle Kategorien, für alle 8 und 3 jeweils spezifisch für die Kategorien. Und dann hat jedes Jurymitglied für jede Kampagne in diesen Kriterien Werte vergeben, 0 bis 6. Am Schluss kam dann quasi eine Liste raus und dann haben wir zusammen quasi gewichtet, was uns jetzt wichtiger war. Ne? Also von der kreativen Umsetzung oder dem Outflow. Und genau, das war aber nicht nur so ausschlaggebend, was wir da einfach für Punkte vergeben haben, sondern das wurde intern in unserer Jury nochmal diskutiert und dann nochmal in einer externen Jury-Sitzung mit Professorinnen und Vertreterinnen der HTW und externen Fachleuten, denen wir das dann quasi als Studenten nochmal vorgestellt haben. Wir sind zu diesem Schluss gekommen und was haltet ihr davon? Und mit mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung, mit mehr Erfahrung in der Praxis, was sagt er dazu? Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft, Nominierungen und Gewinnvorschläge zu geben, die wir alle gewissenhaft vertreten können. Also ich würde mal zusammenfassen, ich glaube, man kann nicht sagen, dass man sich keine Mühe gegeben hat. Das ist ja wirklich krass, wie viel geradezu wissenschaftliche Mittel ihr da eingesetzt habt, um das so fair wie es geht zu machen, finde ich wirklich toll und auch erstaunlich. Ist ja wirklich nicht mein Gebiet, also spannend für mich auch das zu lernen. Vielen Dank. Und vielleicht aber nochmal so ganz ehrlich, seid ihr euch dann am Ende so bei den Bewertungen, die ihr jetzt von euch so abgegeben habt, immer einig gewesen oder habt ihr euch da auch mal gerade jetzt so um den ersten Platz auch mal so richtig gezofft? Naja, gezofft jetzt nicht unbedingt, aber ja, es wurde sehr, sehr viel diskutiert innerhalb der Jury, bei der internen Sitzung, externen Sitzung bis spätabends, aber auch nicht nur um den ersten Platz. aber ja, also es war im Endeffekt sehr schwierig, weil ja nicht alles empirisch belegbar ist, so wie in der Wissenschaft. Ne? Also man kann halt sagen, okay, wir sehen das so, wir sehen das so. Viele Zahlen hat man nicht und man muss ja quasi einen gemeinsamen Nenner finden und einen Kompromiss finden und das gut begründen können und das, wie gesagt, haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Also mehr Mühe kann man sich, glaube ich, tatsächlich nicht geben. Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Runde. Ich danke den Ladies, den Damen und ich danke natürlich auch dir, Philipp. Und wir können schon mal alle zusammen aufstehen. Aber bevor ich euch, ja, klatschen Sie nochmal schon mal. Aber ja, Applaus. Vielen Dank fürs Reden und Antwort stehen. Bevor wir euch jetzt nach unten wieder zu den Sitzplätzen entlassen, möchten wir euch auch nicht so ein spezielles, originelles, originäres KI-Gemälde vorenthalten. Und ihr bekommt das jetzt überreicht. Und das wandert nicht in die Galerie of Fame, deswegen könnt ihr es gerne gleich nochmal nach vorne präsentieren. So, noch einmal nach vorne halten, vielleicht am Bühnenrand. Die Lucy macht nochmal ein Foto. Genau, und das ist nochmal euer Applaus. Ihr dürft euch dann gerne wieder, wenn sie das okay gibt, das Bild zu haben. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für den Talk. Ich darf Sie wieder zurück zu Ihren Netzen bringen und geleiten. So. Ja, bevor ich es jetzt noch vergesse, auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir wollen uns an dieser Stelle natürlich auch nochmal bei vielen tollen Partnern bedanken. Vielen Dank zum Beispiel an Passam Baklava für das Baklava, natürlich. Vielen, vielen Dank. Genau. Vielen, vielen Dank auch an Bechstein für das Geflügel, wie ich es immer nenne, das wunderschöne Klavier, das ich gar nicht mal so gut bediene. Vielen, vielen Dank auch an Mampe für den mega leckeren Gin. Ja, ich höre schon, da sind die Fans.
schon unter Ihnen. Da kriegen Sie nachher noch eine Information, gibt es nachher noch, habe ich schon gehört. Und danke auch an Berlin Shots für den Kick. I get a kick out of you. Ja, ich muss schon ein bisschen warm singen. Ja, und weil auch für unser Wohl gesorgt wurde, ja, klatschen Sie ruhig nochmal, genau, auch für die, genau, für Berlin Shots. Und weil natürlich auch für unser aller Wohl hier ganz toll gesorgt wurde, möchte ich auch Dankeschön sagen an das Restaurant Maseltopf. Liebe ja so Wortspiele, liebe ich. Maseltopf, genau mein Humor. Und auch an Eli für das Crew Catering hier. Und ich habe allerdings feste Nahrung zuletzt in den 90ern zu mir genommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, ich nutze mal jetzt die Gelegenheit und spachtel mich noch ein bisschen weiter zurecht. Ich bin ja schon relativ weit, aber so ein bisschen was kann ich noch machen. Mein Schatz, ja. Ich schaff's endlich, dich zu besuchen. Ey, ich sag's dir, da ist die Hölle los auf dem Backstage hier. Guck mal, ich hab's in Wasser. Das ist super, dass du mal ein bisschen Wasser bringst. Genau, weil das ist Wodka, das ist Sekt. Ich muss jetzt auch mal was anderes trinken. Du siehst ja schon toll aus. Ja, oder? Den Kajal hast du gefunden. Schicki, schicki. Und gefällt's dir denn schon, Hase? Hm? Ja? Na, also ich krieg den Daumen hoch. Super, dann können wir weitermachen, Ophelia. So. Ja, schick siehst du aus. Ja, ich bin übrigens Ophelia. So, an der Stelle, sorry wegen den Kaugummis. Ich habe schon gehört, es wurde angekündigt. Ganz, ganz schlimm. René, warum verrätst du denn sowas? Sag mal. Was denn mit dem Kaugummi? Ja, das kannst du doch nicht sagen. Ja gut, aber ich habe vielleicht nachher eine trockene Stimme, wenn ich auftrete. Also, deswegen habe ich das Wasser mitgebracht. Ach Mensch. Ja gut, aber ich darf doch verraten. Ist doch nicht schlimm, oder? Na gut, wenn sie jetzt kein schlechtes Bild von mir haben, dann ist ja alles gut. Komm mal her, mein Schatz, wir machen mal ein Selfie von uns. Ja, toll. Juicy Lips, ja. Aber ich finde eigentlich in dem Licht sich doch eigentlich ganz geil aus, oder? Du siehst immer atemberaubend aus, würde ich sagen, Schatz, oder? Ich würde sagen, ich poste das vielleicht einmal jetzt auf Insta gleich und dann auch nochmal in die WhatsApp-Gruppe, da freut sich nämlich auch die Mutti. Du, die Mutti, die freut sich immer, da bin ich mir sicher. Aber was hältst du davon, wenn du kein Foto von dir machst, sondern ein Selfie-Video und das dann auf TikTok postest? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist so crazy für Instagram und außerdem erreichst du auf TikTok auch viel mehr Leute. Ja, okay, aber ich kenne mich nicht so aus mit TikTok. Was muss ich da machen? Das ist ja eher was so mit Video und so weiter. Ja, wie geht das? Das ist gar kein Problem. Wie, sag mal, wie gut kannst du tanzen? Hallo, ich bin Profi. Natürlich kann ich auch ein bisschen tanzen. Na dann, würde ich sagen, gib mir das einfach ja, mal. Ja, ich gebe dir das mal. Vielleicht kannst du ja einfach mal irgendwie ein Bild von mir machen. Ich improvisiere mal irgendwas. Ich gehe mal einfach. Ja, du stell dich einfach mal so, dass du gut ausgeleuchtet bist. Und du machst mal ein Video von mir. Ja, schicki, schicki. Hast du mich? Ja, wundervoll. Du siehst ganz atemberaubend aus. Toll. Das ist doch wunderschön, oder? Was sagen wir da? Ein Applaus für René. Oh, ja. Ja, ja, ja. Du, ich würde sagen, ich suche dir da jetzt einfach nochmal einen Sound raus. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben ja heute die große Ehre, dass hier so viele Leute anwesend sind. Ja, und was stimmt. Hältst du davon, wenn du das TikTok, was wir dann gleich aufnehmen werden, mit den Leuten drehst? Weil das bekommt auch viel mehr Likes dann. Ja, und du hast auch schon erkannt, du kennst diesen Tanz, ne? Das ist dieses eine TikTok-Video. Na klar, den Sound habe ich dir ja schon rausgesucht. Dann kannst du den Sound nämlich raussuchen und dann würde ich sagen, genug Leute haben wir hier eigentlich im Saal. Die sehen auch alle so aus, als könnten sie sich ganz gut bewegen. Ne? Wir sind ja auch alle unter 28. Also ich würde sagen, das ist doch eigentlich perfekt. Helft ihr mir gleich? Ja, ich sehe so verhaltene Begeisterung. Sie müssen ja auch die müden Knochen wieder ein bisschen ausschütteln. Ich würde sagen, den Spaß, den gönnen wir uns jetzt mal zusammen. Deswegen sage ich mal, alle einmal aufstehen. Genau, wir grooven jetzt ein bisschen. Ihr müsst mir das dann einfach nachmachen. Es ist relativ einfach für Tänzer. Und Ophelia, du kannst ja schon mal die Kamera draufhalten. Na, aber sicher doch. Und dann können wir aber alle auf dem Mainscreen, seht ihr schon, ne? Auf dem Mainscreen mitgucken. Okay, warte mal. Ich fange mal hier mal an. Ich baue meine Karten hier mal schnell ein. Okay, ich mache das jetzt erstmal mit euch face to face sozusagen. Also, die Choreo geht los auf die Seite und es ist dann einmal, doppelgleich, das ist einmal, doppel. Ihr könnt genau die Seite mit mir machen. Das ist immer so typisch, die Männer machen immer die anderen Seiten. Ihr könnt genau jetzt erstmal nach da. Ich sage auch nicht rechts, links, kann ich selber nicht. Wir machen einfach nach da starten. Also einfach, doppel, einfach, doppel. Das ist schon die erste Acht. Machen wir noch einmal. Wer will, kann auch die Beine dazu nehmen, dass man das so abhebt, das entgegengesetzte Bein so. Einmal, zweimal, doppel. Einmal, zweimal, doppel. Und jetzt machen wir so eine Snake-Bewegung, nennen wir das gerne beim Tanzen. Man kann da entweder diesen Roll machen oder man macht einfach so wie ich so einen Groove. Und zwar geht das so. Eins, zwei, drei und clap. Fünf, sechs, sieben und acht. Genau, macht noch einmal mit. Achtung, geht wieder nach da los. Eins, zwei, drei und clap. Und fünf und sechs und sieben und acht. Einmal zusammen.
Ja, ja, wir müssen hier ein bisschen mitarbeiten. So ist das, mein Lieber. Wir sehen uns nachher noch, ne? Dann üben wir das nochmal. Backstage? Nein, machen wir im Foyer. So, also, 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8, die Snake. 1, 2, 3 und clap. 5, 6, die 7 und die 8. Ja, Mensch, mega. Du, das sieht atemberaubend aus. Ein Applaus für Sie alle bitte mal. Also, wenn das nicht aussieht, ja. Und keine Angst, das war jetzt noch nicht, das war noch nicht die, das war noch nicht die, nicht die Aufnahme? Ja, noch nicht die Aufnahme, keine Sorge, weil ich, du, René, ich würde sagen, wir posten das jetzt einfach mal direkt live für unseren DPWK-TikTok-Channel, weil jetzt mal ganz unter uns, der kann das auch gut gebrauchen. ich würde sagen, wir machen trotzdem noch einmal Probedurchlauf, da wird ja noch nicht aufgenommen, Sie können natürlich trotzdem schon einmal sehen, ja, was da oben passiert. Da bleibe ich noch einmal auf der Bühne. Du bleibst noch einmal auf der Bühne. Und dann gehe ich aber vielleicht, wenn wir es wirklich für TikTok aufnehmen, gehe ich einmal nach unten, dann stehe ich vor der Menge, dann ist ein schöneres Gruppengefühl. So machen wir das. Es geht um Gefühle heute Abend. So. Okay, ich mache es noch einmal mit. Okay. Und ich mache jetzt mal keine Zählerei mehr, wir starten einfach. Ach, so für die Info, wenn dieser Sound einläuft. Genau. Wir machen es. Yes, baby! Mega! Das nehmen wir gleich auf, oder? Oder? Ich finde es auch super. Auf. Wir nehmen das direkt auf. Du springst mal da runter. Ja, ich spring runter. Aber denk dran, es ist ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel, wenn die was mit Video machen. Ihr habt nur einen Take. Also ich zähle gleich runter und wenn ich sage los, dann fangt ihr gleich alle an, wenn die Musik richtig ist. Genau, also, ich wollte noch sagen, das beruft am Anfang so ein bisschen ein, also das geht später los, die Bewegung, aber ich hampel ja auch mit, wir sehen das. Genau, also 3, 2, 1 und los. Wie Heidi Klum sagen würde. Ja, René, atemberaubend. Ja. Da hast du dir wirklich ein gutes Trüppchen ausgesucht, muss ich sagen. Und ja, mega. Ich würde sagen, echt? Wir posten das jetzt auch direkt live, oder? Also ihr seid wirklich der Hammer. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch, ja, ihr sitzt schon alle wieder, genau, wollte ich gerade sagen. Und die Ophelia, die postet das jetzt tatsächlich direkt auf dem TikTok-Channel des DPWK. Ja, ja, wir machen hier keine Witze. Hier ist alles echt und live und digital für uns 28-Jährige. So. Also ihr seid jetzt alle dabei, ich drücke jetzt auf Veröffentlichen und dann seid ihr alle im Internet und wir wissen alle, was im Internet ist, kommt da nie wieder weg. Nein, Quatsch. Also Veröffentlichen, wirklich. So, nicht erlauben, keine Ahnung, ich weiß es nicht, tippitoppi. Erlaub einfach mal alles. Du, ich erlaube jetzt einfach mal alles. Hier, wo sehen wir denn jetzt das TikTok? Das wird noch hochgeladen, 60%, da oben können wir es sehen. Du, wir wissen alle, Technik ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wo sehen wir das denn jetzt? Profil, haben wir es schon hochgeladen? Nee, haben wir noch nicht. Hat noch nicht geklappt. Aber, wo ist es denn? Hallo, hallo, Technik, verlass mich nicht. Ich wollte es eigentlich noch mal gucken mit euch, aber jetzt kann ist es weg. Ich gerade mal gucken. Ich kann ja TikTok nicht. Ich bin, du, ja ich bin so leider alt. Auch nicht so bewandt, aber ich habe gehört, Leonie, die Stagehand, kann mir da helfen. Ich glaube, es kommt jemand. Komm mal bitte ganz kurz. Die Technik verlässt mich. Wo muss ich denn jetzt drücken? Ja, Generation Z und ich habe selber keine Ahnung, ne? Wo ist es denn? Okay. Okay. Also ich habe gerade aus der Regie erfahren, dass wir jetzt das gerade nicht hier lösen müssen. Es wird aber definitiv veröffentlicht. Es ist aufgenommen und wir können es dann im Nachhinein schauen. Also war kein Witz, machen wir tatsächlich. Und dann habe ich mal ganz kurz die Frage an dich, Ophelia. Kann ich denn jetzt auch so ein Video einfach, weil ich fand es jetzt echt mega, kann ich so ein Video einfach nehmen und mich damit vielleicht für den nächstes Jahr so ein bisschen also bewerben? Also bei deinen Tanzskills würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Aber mir fällt gerade ein, da gehört leider ein bisschen mehr dazu, als nur ein, zwei Videos hochzuladen. Weil in der Kategorie, in der das passen würde, da gehört einfach noch ein bisschen mehr dazu. Naja, gut. Ich meine, du kennst dich da besser aus. Du hast die Sache hier im Griff, würde ich sagen. Ich glaube, dann überlasse ich dir auch gerade mal das Feld, weil so ein bisschen Finish, ne, mache ich hier noch, auch wenn ich schon weit bin. Aber dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meiner lieben Ophelia. Ja, wie gerade eben schon angekündigt, geht es in der nächsten Kategorie um viel mehr als nur Videos und um viel mehr als nur TikToks. Tauchen Sie jetzt ein mit mir in die Welt des Contents und in die Welt von Owned Media.
Ja, Content und Owned Media. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Unternehmen ihre Werbeinhalte und Kampagnen auf ihren eigenen Kanälen posten. Das mag für Sie jetzt vielleicht nicht so besonders klingen, aber wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, so einfach ist das gar nicht. Denn insbesondere durch die ständige Informationsüberflutung wird es für Unternehmen immer schwieriger, guten Content zu kreieren und dann auch noch die richtige Zielgruppe zu erreichen. Dass dazu also auch noch viel mehr gehört, als ein, zwei schicke Tanzvideos auf TikTok zu posten, das haben die Nominierten unserer Kategorie bewiesen. Nichts gegen dich, René, an dieser Stelle. Du weißt, ich liebe dich und du hast das atemberaubend gemacht, sie übrigens auch. Aber ja, ich bin mir sicher, du wirst nur durchstarten. Ja, ich hole mir den Applaus. Einmal den Applaus mal bitte. Deswegen, liebes Publikum, ich möchte Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für die Nominierten in der Kategorie Content und Owned Media. Die Markenbekanntheit und Reichweite bei jungen Handwerkern und Azubis erhöhen. Das war das erklärte Ziel von Bosch Professional. Zusammen mit der Agentur Die Crew wurde die Kampagne Dein Werk zählt entwickelt. Kernelement der Kommunikationsstrategie? User-Generated Content. Dazu stellte Bosch Professional den Handwerksnachwuchs Testgeräte aus dem eigenen Sortiment zur Verfügung. Einzige Gegenleistung? Den Umgang mit den Bohrhammern und Profisägen in einem Anwendungsvideo zu filmen. Kein Filmfestival ohne Preise. Bosch Professional versprach den Gewinnern so viel Werkzeug, wie du tragen kannst. Die Macher verbuchten bis dato über 200 Kundenfilme. Genug Stoff für künftiges Content-Marketing. TikTok ist auf Platz 2 der beliebtesten sozialen Medien weltweit. Der Kosmetikhersteller Cosnova Beauty wollte das zu seinem Vorteil nutzen. Das Ziel? Ein Hype um seine Marke Essence durch ein einziges neues Produkt auslösen. Den neuen Juicy Bomb Lip Gloss. Zielgruppe? Gen Z. Mit der TikTok-Kampagne Juicy Bomb sollten bestehende TikTok-Trends durch Insiderwitze und Co. befeuert werden. Also alle Kraft auf User-Generated Content, der möglichst oft viral geht. Nach eigenen Angaben gelang das der Agentur In-House Production, denn der TikTok-Kanal zeigt einen beachtlichen Anstieg bei den Followerzahlen. Müssen Geschäftsberichte immer aus einem gedruckten DIN A4-Kompendium bestehen und angestaubt daherkommen? Diese Frage stellen sich auch die Kommunikationsexperten des Deutschen Milchkontors. Unter dem Heading Wir und Jetzt, der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, wurde die Geschäftsberichtskommunikation in ein neues Format übertragen. Aus einem linearen Printmedium wurde eine Plattform für den Austausch und Dialog mit den relevanten Stakeholdern entwickelt. Kurze Videoteaser und Audioplayer mit Hintergrundfeatures ergänzen das trockene Zahlenwerk mit einem instrumentellen Schwerpunkt auf Bewegtfilm. Umso beeindruckender? Die gewählte Form der integrierten Berichterstattung erfüllt die Richtlinien der Global Reporting Initiative. Neue Zeiten, neue Ziele. Das war das Motto des Flughafen München für das Geschäftsjahr 2021. Es sollte unter anderem ein handwerklich hochwertiger und attraktiver Geschäftsbericht umgesetzt werden. Das verwirklichte das Verkehrsunternehmen durch eine leserfreundliche Kapitelstruktur im eingekürzten Printwerk und Videos sowie interaktiven Elementen in der begleitenden Online-Ausgabe. Mit Erfolg glaubt man den Machern der Agenturen Kirchhoff Consult und Nexa. Denn positives Feedback der Leser bestätigen den Informationswert des Berichtes bei diversen Stakeholdergruppen und Anfragen zu der Berücksichtigung von Integrated Reporting Standards das hohe fachliche Niveau. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen steckt bekanntlich noch in den Kinderschuhen. Sich in diesem Markt als Cloud-Plattform bekannt zu machen, stellt Anbieter und Agenturen vor große Herausforderungen. Der Agentur Achtung scheint das gelungen zu sein. Für den Cloud-Anbieter LyncTech entwickelten sie das Hörspiel Stadtwerke Luxhausen. Dort werden die Mitarbeiter in den Behörden und Ämtern auf humorvolle wie intelligente Weise bei der fiktiven digitalen Transformation der Stadtwerke Luxhausen begleitet. Bekanntheitssteigerung durch Storytelling im Podcast-Format.
17 eingespielte Episoden, weit mehr als ursprünglich geplant, deuten darauf hin, dass das Konzept aufgeht. Verbandsarbeit ist komplex und in seiner Wirkung immer langfristig. Das weiß auch der Verband Forschender Arzneimittelhersteller und hat deshalb 2022 die Kommunikationsplattform Macroscope Pharma entwickelt. Dabei wird mithilfe eines Economic Policy Briefs, live gestreamter Debatten auf YouTube, Podcasts und einem interaktiven Dashboard die neue Kommunikationsplattform der VFA zu einer Marke aufgebaut. Der erste Erfolg zeigt sich bereits in der erlangten medialen Reichweite, auch bei Zielgruppen mit sonst geringer Themenaffinität. Ja, Sie sehen also, liebes Publikum, die Konkurrenz schläft nie. Sie im Übrigen hoffentlich auch noch nicht, aber wie so immer bei so wundervollen Preisverleihungen kann es nur einen Gewinner geben. Die Jury hat intensiv diskutiert und debattiert, um den Gewinner dieser Kategorie zu ermitteln. Dabei haben wir vor allem darauf geachtet, ob der Gewinner es geschafft hat, die richtige Zielgruppe zu erreichen und wenn das funktioniert hat, wie erfolgreich das Ganze war. Unser Gewinner hat es geschafft, mit der richtigen Content-Strategie und der intelligenten Nutzung von Owned Media alle zu überzeugen. Sie haben mit relativ kleinem Aufwand was richtig, richtig Großes bewirken können und über 3 Millionen Menschen mit ihrer Kampagne erreicht. Und deswegen, liebes Publikum, darf ich jetzt stolz verkünden, dass der Gewinner der Kategorie Content und Owned Media Bosch Professional ist. Herzlichen Glückwunsch! Kommen Sie auf die Bühne, bitte. Herzlichen Glückwunsch, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie bitte in die Mitte. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. So, da ist der Award, das passt ganz gut, ne? Match ganz gut. Oder so ein bisschen Colorblocking, das ist pink und das orange, aber ist ja, auf jeden Fall super. Schicky. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch die Frage, ich sehe schon, ihr seid gut drauf. Wie fühlt ihr euch denn? Wir fühlen uns natürlich blendend. Ich meine, so einen Preis zu gewinnen ist ja nicht normal. Man hat eine Jury überzeugt und wir haben ja vorhin gehört, durch welche Untiefen man da überall gehen muss. Ja, ja das ist wirklich. Und daher ist es immer eine tolle wow. Geschichte. Ja, ja super. Wir ja. waren letzte Woche schon, wir sind besonders stolz auf diese Kampagne, weil wir waren letzte Woche schon beim Bob Award und haben da 2 goldene Sachen abgeholt. Wenn das so weitergeht, ja, dann... Ich würde sagen, ihr habt einen Lauf. Werde ich Alkoholiker. Guter Punkt, freue ich mich auch schon auf die Aftershow-Party. So, mein Lieber, und wie geht's dir so? Oh, super, Welle? Sensationell, vor allem mit der gleichen Kampagne. 2 Awards zu gewinnen, ist super. Ja, Mensch, Mann, hier voll die Erfolgsserie bei euch. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, tolles Colorblocking. So, wir gucken mal, was euer Gemälde so an Farbe hergibt. Achso, ich habe aus der Regie auch erfahren übrigens, das TikTok-Video ist hochgeladen, also ihr könnt später dann checken, es ist soweit. So, wir schauen jetzt einmal und zählen wieder rückwärts von 3. Noch nicht spinksen, kommen wir gleich erst, genau. 3, 2, 1. Und bitte. Tada. Ja, ich würde sagen, passt alles, schön. Ne? Colorblocking auf jeden Fall. Der rote Faden hier bei dem Kunstwerk, wunderschön. Super. Ja, liebe Ophelia, was war denn da jetzt der Zusammenhang mit der Kampagne oder wie kommt es jetzt zu der Inspiration für dieses Gemälde, für diese Kampagne? Ja, wenn man es lesen kann, da steht unten, es ist im Stile des Kubismus gestaltet, weil wir haben uns gedacht, im Kubismus, da geht es auch viel um Farben und Formen und weil ja Werkzeug auch ganz viele verschiedene Farben und Formen hat, haben wir uns gedacht, das passt doch ganz wunderbar. Sehr schön, wunderbar und wir gucken mal, wo es landet jetzt in unserer Galerie of Fame. Ach, da. Ja, sehr gut. Alles klar, super. Wir finden uns wieder zum Foto zusammen. Die Lucy ist schon wieder ready to rumble. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ihr habt viel Strahlkraft auch hier vorne. Ich habe schon gleich wahrnehmen können in der ersten Reihe. Kommt kurz zurück zu eurem Platz. Meine liebe Ophelia, unser Video ist online. Ich würde sagen, die haben alles richtig gemacht. Ihr auch. Alles geschafft. Geiles Video. Check. Check. Ich bin stolz auf uns, du, Irene, ja, ich muss auch. Leider, ich habe gerade schon gehört, ich muss echt wieder ins Backstage, aber ich wünsche dir ganz viel Spaß hier, die Hütte, die tobt ja sowieso. Ja. Wir sehen uns nachher, Batschi Batschi, Kussi Kussi. Genau. Mua, mua. Meine Liebe, Ophelia, ciao, ciao. Später.
Ach ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin mega happy, dass das Video oben ist und ich finde auch wirklich, dass es cool geworden ist. Wobei, so richtig tanzen ist es natürlich nicht. Es war ja auch nur so ein ganz kleiner Anreißer. Aber wir haben was Hammermäßiges für euch jetzt vorbereitet aus dieser Kategorie zum Bestaunen. Deswegen begrüßt jetzt bitte mit einem richtig geilen Tanz live hier on stage einen Riesenapplaus für Karma. Wow, danke Karma. Nochmal einen Riesenapplaus für unsere TänzerInnen. Ja, unsere TänzerInnen haben super zusammengearbeitet und harmoniert, genauso wie es in der internen Communication sein sollte. Ja, die Arbeitswelt verändert sich immer stetig. Arbeitgeber müssen sich auf ihre Mitarbeitenden ausrichten. New Work wird präsenter bei den jungen Generationen. Und über die Gen Z sagen ja sowieso alle, wir haben keinen Bock zu arbeiten. Ja, dabei wollen wir nur ein schönes Leben haben, kostbare Momente erleben. Aber Bock auf Arbeiten haben wir. Und dann ist es auch noch wichtig, ja, danke schön. Es ist natürlich auch wichtig, nicht nur neue Mitarbeiter zu finden, sondern auch die bestehenden zu behalten, indem man eine Arbeitsatmosphäre schafft, in die jeder gerne kommt. Ja, das stimmt. Ich habe außerdem vor kurzem gelesen, also auf TikTok gesehen, dass eine erfolgreiche Kommunikation mobile first ist. Ja, also digital sein muss. Mit analog können wir nichts anfangen. Darauf müssen Unternehmen sich einstellen. Ja, absolut. Aber wollen wir uns jetzt mal anschauen, wer die Nominierten der nächsten Kategorie sind? Hier sind die Nominierten der nächsten Kategorie Internal Communication.
Einen Blick ins Werk erhalten die Mitarbeiter der Andreas Stierl AG im wahrsten Sinne des Wortes. Von der Mutter aller Segen über den Stierl-Vertrieb in der Schweiz bis hin zum Azubi-Onboarding. Ein Medienkonzept, bei dem sich Mitarbeiter gegenseitig über das Unternehmen und ihre Arbeit informieren. Das schafft Identifikation und Vertrauen. Entsprechend lebendig, bunt und menschlich sind Themen und Gestaltung. Das viermal jährlich publizierte und aufwendig gestaltete Magazin wird im Printformat und digital verbreitet. Mit dem Pilotprojekt einer internen Kommunikationskampagne von und für Frauen organisiert, landete die Krankenkasse mit dem ersten Barmer Frauenkongress einen vollen Erfolg. Mit 350 Mitarbeiterinnen vor Ort übertrafen die Teilnehmerinnenzahlen die selbst gesteckten Erwartungen der Veranstalterinnen und man richtete kurzerhand eine zusätzliche digitale Teilnehmerfunktion über WebEx ein. Zur Sprache kamen hierbei nicht nur die Vortragenden. Auch die Teilnehmerinnen selbst hatten in zahlreichen Diskussionsrunden Möglichkeiten, in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Hybride, zielgruppenspezifische Kommunikation at its best. Die Berliner Stadtreinigung hat mit der Future Work Week eine Eventwoche zum Thema digitaler Arbeitsplatz bei der BSR veranstaltet. In verschiedenen Sessions konnten die Mitarbeiter neue Technologien kennenlernen, ausprobieren und Fragen stellen. Von Chatbots, Microsoft Teams und digitalem Arbeiten für Operativbeschäftigte über digitalen Stress bis hin zu Datenschutzmonstern. Ein vielfältiges Programm mit internen und externen Speakern. Nach Angaben der Macher auch ein Erfolg. Über 1100 Teilnehmende und eine Welle an positiver interner Resonanz waren das Ergebnis der BSR Future Work Week. Ständige Verbesserung aller Produktionsprozesse ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen. Auch für das Deutsche Milchkontor. Stay Hungry lautet der Slogan einer internen Kampagne, mit der das Deutsche Milchkontor den internen Optimierungsprozess auf Hochtouren halten will. Stay Hungry wird kommuniziert über das Social Intranet, gedruckte und digitale Newsletter, interne Bewertungssysteme bis hin zum Fahrstuhl- und Treppendesign. Es bildet eine von Grund auf erneute kommunikative Begleitung des stetigen internen Verbesserungsprogramms bei der Deutschen Milchkontor. GEA ist weltweit einer der größten und erfolgreichsten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Entsprechend ehrgeizig sind die Wachstumspläne für die nächsten 5 Jahre. Mit der internen Kommunikationskampagne Mission 26 sollen die entscheidenden Hebel für ein nachhaltiges und profitables Wachstum aufgezeigt werden. Die Macher der Kampagne präsentieren ein aufwendiges Live-Event mit anschließender Q&A-Session für alle interessierten Mitarbeiter. Mit dem eigens dafür eingerichteten Online-Portal wird eindrucksvoll gezeigt, wie Unternehmen ihre Events im Netz nachhaltig verlängern können. Podcasts erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das hat auch Sto Deutschland erkannt. Als international führender Hersteller von Produkten und Systemen zur Beschichtung von Gebäuden ist die Kommunikation mit der eigenen Vertriebsorganisation entscheidend für den Erfolg. So wurde zusammen mit der Agentur Crew AG der Sto Vertriebspodcast entwickelt. Egal ob im Auto, Zug oder im Flug. Über 450 Vertriebsmitarbeitende in ganz Deutschland nutzen seitdem das Sto Radio als Podcast auf Dienstreisen. Die Mitarbeiter erfahren so nicht nur News aus der Branche und dem eigenen Unternehmen, auch audiovisuelle Fort- und Weiterbildungsinhalte bekommen Hörer direkt auf die Ohren. Mann, Mann, was haben wir da für starke FinalistInnen? Aber ein Unternehmen hat uns besonders stark überzeugt. Ja, unser Gewinner hat es geschafft, alle eben besprochenen zentralen Herausforderungen anzugehen. Also Kulturwandel in Richtung Digitalisierung, New Work. Durchbrechen von traditionellen Unternehmensstrukturen, Themensetzungen durch Mitarbeitende. Und das Ganze war intern und extern ein riesengroßer Erfolg. Möchtest du den Gewinner verkünden? Gerne. Liebes Publikum, der heutige Gewinner der Kategorie Internal Communication ist die Berliner Stadtreinigung. Herzlichen Glückwunsch! Kommen Sie bitte auf die Bühne!
Ja, Sie dürfen Hallo, alle mal hier aufstellen, Emma. Einmal in unsere Mitte, bitte. Herzlichen Glückwunsch. 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 Alle dabei. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wem Alles darf ich denn den wunderschönen Preis übergeben? Wem darf ich den Preis übergeben? Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch an Sie die Frage. Wie fühlen Sie sich heute? Ja, fantastisch. Wir sind, glaube ich, alle mega stolz, weil wir nie dachten, dass wir mit unserer Idee, so eine Future Work für die Berliner Stadtreinigung durchzuführen, dass wir dann hier auf der Bühne stehen. Also großartig. Ja, wir fanden das auch super. Vielen Dank. Danke. Und natürlich bekommen auch Sie Ihr KI-Gemälde. Also zählen wir einmal bitte von drei runter gemeinsam. Also 3, 2, 1, da ist es. Und hier noch einmal zum Mitnehmen ins Büro. Bitte schön. Ja, und wie Sie sehen, da ist ein sehr großer orangener Vogel in der Mitte. Ist auch ganz witzig. Ihr Future Work Logo ist ja ein Tonschuh mit einem Flügel. Und was soll ich sagen? Unsere KI hat daraus einen sehr großen Vogel gemacht. Und natürlich kommt auch Ihr KI-Gemälde in unsere Gallery of Fame. Einmal nach rechts gucken, bitte. Oben, links. Genau. Am besten gehen wir etwas nach vorne, damit wir kurz ein Foto machen können. Passen wir da alle drauf? Ja. Und einmal bitte lächeln. Perfekt. Dann bitte noch mal einen großen Applaus für die Berliner Stadtreinigung. Wir stehen hier vor euch, um über ein Thema zu sprechen, das uns alle betrifft, das unsere Herzen erreicht. Brand Activism ist der Begriff, den wir heute beleuchten. Denn Marken haben Macht, die der Verantwortung weicht. Aber was ist Brand Activism, fragt ihr euch vielleicht. Es geht um Unternehmen, die sich für die Welt einsetzen, die nicht nur Profit suchen, sondern auch ein Zeichen setzen. Sie nutzen ihre Reichweite, um Gutes zu bewirken. Denn Brand Activism geht über Werbung hinaus. Es geht um Taten, um Werte und Vertrauen. Wenn eine Marke sich für das Klima einsetzt, dann ist es das, was uns beeindruckt. Nicht alles ist echt. Manch eine Marke springt nur auf den Zug auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter den Fassaden manche sich nur messen. Pinkwashing, Greenwashing wollen wir nicht. Bei uns sind einheitlich alle Farben des Regenbogens in Sicht. Wie ein Wolf im Schafspelz propagieren sie laut. Dabei wissen wir alle, Pelz ist out. Aber hey, es gibt sie wirklich. Die Marken mit Herz, die gegen Ungerechtigkeit aufstehen, die machen den ersten Schritt. Kein Scherz. Sie kämpfen für die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit. Sie nutzen ihre Stimme, um Veränderung zu bewirken. Es geht um Vielfalt, um Inklusion und Respekt, um Menschenrechte, um eine bessere Welt. Brand Activism ist nicht nur ein Trend, es ist eine Bewegung, die uns alle angeht. Lasst uns wählen mit Bedacht, welche Marken wir unterstützen, welchen wir trauen. Um echten Wandel zu ermöglichen, lasst uns hinter die Kulissen schauen. Denn am Ende des Tages sind wir diejenigen, die mit unserem Konsum die Welt gestalten und so zukünftig für uns alle die Welt erhalten. Aber nicht perfekt sein ist auch okay. Another day, another slay!
Ja, liebes Publikum, wie wir nun erfahren haben, ist Brand Activism aktueller und wichtiger denn je. Es ist sogar noch mehr. Es mag aktuell zu einem Trend werden. Dabei könnte es sogar noch mehr sein. Es könnte eine Selbstverständlichkeit werden, oder? Unsere Finalisten haben alles richtig gemacht. Sie haben erkannt, dass unsere Gesellschaft einen Anstoß, ja vielleicht sogar einen Umschwung braucht. Und sie haben dann Themen adressiert, mit denen sie erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Sie haben sich eingesetzt und waren aktivistisch. Und sie haben sich sogar getraut, ihre Kampagnen uns Studierenden vorzustellen, obwohl wir alle so kritisch seien. Na dann, Film ab für unsere mutigen Unternehmen. Wasser ist für uns alle ein wichtiges Gut. Von vielen wird es als unerschöpflich betrachtet. Die zunehmende Wasserknappheit sollte allerdings auch den Bewohnern von Berlin Sorgen bereiten. Schließlich ist es ein existenzielles Problem, das eines Tages auch alle Lebensbereiche in der Bundeshauptstadt betreffen könnte. Die Berliner Wasserbetriebe haben dieses Thema aufgegriffen und unter dem Motto »Wasser kommt nicht aus dem Hahn« eine humorvolle und wirkungsvolle Awareness-Kampagne geschaffen und somit ihre Brandpower für ein ökologisch relevantes Thema eingesetzt. Unternehmen, gemeinsam für einen guten Zweck. Das haben starke Marken aus Hamburg zusammen geschafft. Moderiert durch die Agentur Scholz & Friends wurde unter dem Kampagnennamen Hamburg packt zusammen ein Fonds geschaffen. Der unterstützt besonders Bedürftige wie Senioren, Alleinerziehende, Geflüchtete und weitere, die stärker von der Corona-Krise betroffen sind als andere. Volle Markenpower von Hamburger Institutionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der traditionelle Politikbetrieb ist vor allem für die jüngere Generation immer noch schwer greifbar. Deshalb hat sich die IHK zu Kiel zur Aufgabe gemacht, ein hybrides Event auf die Beine zu stellen, um für ein bisschen mehr Politikbegeisterung gerade unter jungen Leuten zu sorgen. Anlass war die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein. Mit dem aus der Musikszene entlehnten Konzept The Choice, der Kandidatencheck, wurde Politik nahbar gemacht und somit die starke Marke Industrie- und Handelskammer für ein gesellschaftlich relevantes Thema erfolgreich eingesetzt. Die letzten Jahre waren hart für alle. Krisen, Pandemien und Kriege haben ganze Familien und Freundschaften auseinandergerissen. Diese Risse haben Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Spuren, die die Discounterkette Penny in ihrem emotionalen Kurzfilm Der Riss thematisiert und somit eine wichtige Botschaft vermittelt. Durch die einfühlsame Darstellung der Auswirkungen dieser Risse auf das tägliche Leben der Menschen regt der Kurzfilm von Penny zu einem tieferen Nachdenken über gesellschaftlichen Zusammenhalt an. Pennys Markenkraft für mehr Miteinander. Sea-Watch bereicherte uns im vergangenen Jahr mit einer Kampagne, die auf den ersten Blick wie eine farbenfrohe Wasserwerbung daherkommt. Schließlich entpuppt sich Ertrinkwasser, das Wasser, das Menschenleben kostet, bei genauerem Hinsehen als eine starke Awareness-Kampagne, die auf Schockwerbung setzt. Mit dieser doppeldeutigen Headline möchte Sea-Watch die Aufmerksamkeit auf das alltägliche Sterben im Mittelmeer erhöhen und zu Spenden anregen. Eine Kampagne, die die Seenotrettungsorganisation nicht nur in der Kategorie Purpose and Sustainability Communication, sondern auch als Beispiel für Brand Activism beim DPWK 2023 eingereicht hat.
Frauen spielen Fußball, kein Frauenfußball. Das ist eine Message, für die sich VW stark macht. Sie sensibilisieren uns mit der Kampagne Hashtag kein Frauenfußball dafür, den Fußball nicht durch eine Genderbrille in einen leistungsstarken und weniger leistungsstarken aufzuteilen. Durch das breite, crossmediale Aufgreifen dieser Thematik schaffen sie es, Millionen von Menschen zu erreichen und ein Umdenken in Sportverbänden, in der Politik und in der Gesellschaft anzuregen. Die von VW und der Agentur C3 entwickelte Kampagne trägt dazu bei, die Wahrnehmung von Frauen im Fußball zu verändern und ihre Präsenz und Wertschätzung auf und abseits des Spielfelds zu stärken. Ja, Sie kennen das vielleicht. Es gibt ja aktuell die Diskussion, was man noch alles sagen darf und was nicht. Unsere Gewinnerkampagne spielt mit dieser Thematik und verweist darauf, dass Sprache unser Verständnis von Gesellschaft und auch uns selbst formt. Denn unser Gewinner weiß, dass man noch alles sagen darf und dass man auch alles sagen muss, um gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Und mit diesem Wissen hat unser Gewinner eine riesige Diskussion geschaffen, durch die wir erkannt haben, Fußball ist Fußball. Und damit einen herzlichen Applaus für unsere Gewinner des Brand Activisms, Volkswagen. Bitte auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Auch an Sie. Herzlichen Glückwunsch. Wem darf ich den Preis übergeben? Ihnen? Super, kommen Sie noch einmal ein kleines Stück vor. Und dann auch an Sie die Frage, wie fühlen Sie sich denn gerade? Wer mag? Wer fängt an? Ja, wir sind natürlich super stolz über diesen Preis. Wir sind super stolz, dass die ARD genau unser Thema aufgegriffen hat und auch das W aus dem Euro-Logo gelöscht hat letztes Jahr. Wir sind noch viel stolzer, dass 18 Millionen Menschen das Finale gesehen haben. Das ist die meistgesehene Sendung letztes Jahr und das ist Frauenfußball. Das wäre vor Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und ganz besonders stolz bin ich, dass seit letztem Sommer tatsächlich in der Mannschaft meines Sohnes auch 5 Mädels kicken. Das ist vorher auch so nicht gewesen. Also ich glaube, wir haben da was angestoßen und darüber sind wir richtig stolz. Kamen Sie auf diese tolle Idee? Ja, das ist bei C3 gemeinschaftlich entstanden, dass wir schon mit dem Gedanken gestartet sind und dann relativ früh auf Volkswagen zugegangen sind. Die größte Herausforderung bestand dann vor allem darin, die UEFA davon zu überzeugen, das mitzumachen. Und man mag es kaum glauben, wir haben diese Kampagne präsentiert und abstimmungsfähig gemacht und haben mit der UEFA diskutiert und da saß nicht eine einzige Frau in dem Gremium. Von daher, da ist noch einiges zu tun und wir freuen uns deswegen auch weiterzumachen und danke nochmal an Volkswagen, dass ihr euch das getraut habt. Ja, dafür nochmal einen herzlichen Applaus. Und nun wollen wir natürlich auch Ihr KI-Gemälde enthüllen, ein letztes Mal heute Abend und dafür zählen wir nochmal von 3 runter, alle gemeinsam. 3, 2, 1. Das kriegen Sie natürlich auch nochmal in echt. Bitteschön. Dieses Mal im Stil des Futurismus. Wir hoffen ja, dass Brand Activism die Zukunft ist und Sie haben da einen tollen Start hingelegt. Genau, deswegen jetzt auf der letzten auf dem letzten Platz der Gemäldegalerie. Und da ist es. Einen herzlichen Applaus nochmal. Und dann alle mal zusammenstellen fürs Foto. Noch ein kleines Stückchen, ja? Super. Sehr schön. Dann nochmal einen riesen Applaus. Vielen Dank von Volkswagen und C3. Sehen. Musik ist vorbei, sehr gut. Wir haben es geschafft, es ist jetzt irgendwie auch schnell vorbeigegangen, würde ich sagen. Alle Kategorien haben einen Gewinner gefunden und ja, hattest du genauso viel Spaß dabei wie ich? Ja, mega, wirklich, ich freue mich total. Sehr schön, ich mich auch. Ich würde sagen, da stoßen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal im Backstage an
Und Stichwort Anstoßen an unsere glücklichen Gewinner nochmal ganz kurz die Info. Wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch mehr Geschenke für Sie hätten. Deswegen können Sie sich nachher im Foyer noch einen Mampe-Gewinner-Gin abholen. An dieser Stelle vielen Dank an Florian und Mampe für diesen tollen Gin. Den habe ich gestern noch per Hand versiegelt, deswegen mit ganz viel Liebe gemacht natürlich. Und zu diesem Gin gibt es auch noch eine Gewinnerurkunde. Und das können sich, wie gesagt, alle Gewinner nachher im Foyer neben der Sponsorenwand abholen. Genau, aber nicht so schnell. Erst wollen wir uns noch bedanken, zuerst bei unserer tollen Projektkoordination. Jamie und Lilly, bitte kommt doch noch mal auf die Bühne. Ja, liebes Publikum, was wäre die Arbeit der Projektkoordination ohne so ein tolles Team? Bitte einmal einen ganz großen, dicken Applaus für das diesjährige Team des Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation. Bedanken müssen wir uns außerdem beim Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation, der hinter dem DPWK steht. Auch hier bitte einmal einen dicken Applaus. Ein ganz besonderer Dank geht außerdem an Lisa Grundig und Alexander Koper für ihre monatelange Arbeit und immerwährende Unterstützung. Danke, Lisa und Alex. Genau, und danke natürlich auch an die HTW Berlin, die dieses Event im Rahmen eines Projektstudiums ermöglicht und so den Studierenden die Chance zu dieser unfassbar tollen Erfahrung gegeben hat. Dankeschön. Auf diesem Wege wollen wir uns bei allen bedanken, die dieses Projekt möglich gemacht haben und uns, das Team und das Projekt unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön geht an Professor Birkelbach. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und das Engagement vom Transporterfahren bis hin zur großzügigen Weitergabe Ihrer Expertise. Vielen, vielen Dank. Der größte Dank gilt natürlich unserer hochengagierten, betreuenden Dozentin Fiara Pudrycki. Fiara, komm bitte einmal zu uns auf die Bühne, Fiara. Für die tagtägliche Motivation, für die ganze Unterstützung und für das offene Ohr, egal ob Tag oder Nacht. Danke für alles, Fiara. So, ich hoffe, ich habe alles. Ja, ich glaube, ich habe alles. So, dann würde ich sagen, are you ready, guys? I'm ready. Are you ready for this? Yes. Und, hat sich's gelohnt, das Warten? Waren die Stuckarbeiten erfolgreich? Wunderbar. So, wie gefällt's dem Hasen hier in der ersten Reihe? Und? Die bessere Version für dich, ne? Mwah! Let's get the party started, people. Hier ist das Finale. Live. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive.
I got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles, if you know what I mean. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Sending out a message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes Benz. I got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, I'm coming. I'm coming up, so you better get this party started. Pumping up the volume, breaking down to the beat. Moving through the west side, we'll be checking the scene. Boulevard is freaking when I'm coming up fast. I'll be burning rubber, you'll be kissing my ass. Pull up to the bumper, get out of the car. License plates are stunning, number one superstar. Get this party started. Get this party started. Ja, die Männer zu mir. Get this party started. Making my connection as I enter the room. Everybody's chilling as I set up the groove. Pumping up the volume with this brand new beat. Everybody's dancing and they're dancing for me. I'm your operator, you can call anytime. I'll be your connection to the party line. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Get this party started. Get this party started. Right now. Dankeschön. Yes, let's get this party started. Hast du mein Kärtchen dabei, mein letzter Spicker des Abends? So. Die Party hat eigentlich schon begonnen. Wir sind am Ende der Show angelangt. Was für ein Kulturrausch das war. Alle Awards des diesjährigen Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation haben ihre BesitzerInnen und auch außen gefunden. Und es war uns wirklich eine große Ehre, sie alle hier heute hosten zu dürfen. Die gesamte Crew sagt schon mal vielen, vielen Dank an Sie auch für diesen wundervollen Abend zusammen. Und hoffentlich sehen wir uns alle beim nächsten Jahr wieder, wenn es dann wieder heißt DPWK, Sie merken inzwischen, kann ich schon völlig problemlos aussprechen, 2024, aber der Abend ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben ja eine Kategorie zum Thema Kulturrausch noch ganz ausgelassen und das ist natürlich Party! Ja, deswegen sehen wir uns natürlich gleich alle noch zum Netzwerken im Foyer. Genau, da hinten geht schon mal raus. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aftershow-Party. Verzeihung, wenn ich mich wieder abtakelhase, da musst du jetzt durch. Ich danke euch alle und ihr wart auch absolut fantastisch. Ich liebe euch. Mua, 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 mua. Schönen Abend, bis gleich. Euer René. Tschüss.